Hey ho, let's go, welcome back. Was geht ab? Was geht ab? Wir hatten kleine technische Schwierigkeiten. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ach, ich auch nicht. Niemals. Ein paar Vögel durchgeflogen hier und wir mussten die erst wieder rauslassen. Nein, aber jetzt sind wir wieder zurück. Schön, dass ihr da seid. Willkommen zurück zu Adobe Live. Es ist schon der letzte Tag mit der letzten Session. Bist du traurig? No. Ja, schon. Es ist immer so. Ach, bin ich der Letzte heute? Du bist nicht das Letzte, aber du bist der Letzte. Das ja. Beste zum Schluss. Genau. Last but not least. Richtig. Genau. Was genau. Machen wir denn heute? Wir machen heute ganz viel, aber erstmal würde ich sagen, stellen wir erstmal den Gast vor. Wer ist denn hier überhaupt neben mir? Ja, zu meiner Linken. Nee, Quatsch, ich glaube, es geht um mich, oder? Ja, genau. Genau, Robert heißt ja. Du, weil ich mich täusche. Warte. Ja, Robert. Ja. Ja, frag mich. Nein, Quatsch. Der eine oder andere wird mich vielleicht kennen. Robert Maschke ist mein Name. Meinerseits, einerseits Fotograf. Ich habe eben gelesen, wenn man mit etwas Geld verdient, dann ist man ein professioneller Fotograf. Demnach scheine ich auf jeden Fall ein professioneller Fotograf zu sein. Nein, ich mache überwiegend Porträt-Shooting, Porträtarbeiten, mache aber auch viel Werbefotografie. Mal zu meinen Kunden gehören halt viele Hip-Hop-Künstler, Rapper, Musiker, aber auch sehr viele Comedians. Aber auch zwischendurch mal Vorwerk, Bayer, auch für Aldi schon Sachen gemacht, also etwas, was so komplett anders ist halt, aber das ist dann so ein bisschen mehr fürs Portemonnaie als fürs kreative Seelen halt. Ist von allem was dabei, ja. Ne? Man muss ja flexibel sein als Kreativer. Genau. Ja, schön auf jeden Fall, dass du dabei bist. Wir haben, wie gesagt, gerade so ein bisschen mit dem Cintiq hier rumhantiert, das funktioniert jetzt auch wieder, zum Glück. Ja. Und heißt, falls ihr die anderen Sessions jetzt verpasst habt, wir haben ja dieses Mal ein Special, das heißt, wir haben 9 Gäste da gehabt statt 3. Und falls ihr da auf jeden Fall noch was sehen wollt, eben haben wir noch den Just Chan gesehen mit Rufus zusammen, der uns nochmal ganz cool gezeigt hat, wie er seine Bilder in Brand setzt. Ja, und zwar richtig cool. Könnt ihr euch auf jeden Fall alle im Nachhinein ansehen, das ist überhaupt kein Problem. In MacOS Katastrophe. Aber wir wollen ja keine Specials hier. Wie das immer so ist mit diesem Internets und dieser Technik, die riechen das. Ich sag das immer, die riechen das, wenn man irgendwie sagt, jetzt ist wichtig, jetzt musst du funktionieren. Das ist einfach furchtbar. Genau, und dann sagt der, nö, jetzt nicht, wie bei Druckern. Ja? Genau, ist auf jeden Fall schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, wirklich. Ja. Ich habe eben noch überlegt, wie krass es eigentlich ist. Ich meine, ich habe ja schon öfter was für Adobe gemacht, ich bin heute wirklich das erste Mal so in einem der Headquarter und das ist schon irgendwie ein krasses Gefühl, so, wenn du überall so die Logos siehst und denkst halt, siehst halt so, okay, du bist halt mittendrin statt nur dabei. Auf jeden Fall eine geile Sache. Ja, was schön zu hören. Ja, aber ich meine, du machst ja auch tolle Sachen, die wir uns ja auch dann heute im Laufe des Tages zum Teil ansehen werden. So Gott will. Genau. Wenn ich nicht vorher irgendwas in 1000 Teile. Genau. Du kannst alles in Ruhe einstellen. Ich quatsch einfach nochmal so ein bisschen. Genau, wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr einfach euren Senf dazugeben wollt, kommt hier auf Behance, auf unseren Chat und da könnt ihr erstens mit der tollen Community mitchatten, die sowieso alle völlig Banane sind und ich liebe es. Das ist so cool. Und vor allen Dingen sind es auch so viele Profis, also die wissen so viel. Das heißt, selbst wenn wir es nicht mehr wissen sollten, weiß es auf jeden Fall jemand aus dem Chat. Ne? Also wir freuen uns immer über eure Kommentare und eure euer Dabeisein, euer Zusehen, was auch immer ihr machen wollt. Keiner wird hier gezwungen, irgendwas zu tun, ne? Ganz klar. Aber sagt einfach Bescheid. Switcht einfach auf Behance, auf behance.net/live/de und dann habt ihr hier die Möglichkeit, mit uns zu chatten. Und wenn ihr eine Sendung verpasst habt, wie gesagt, geht entweder auf adobe.de, also auf den YouTube-Channel, der so heißt, oder auf Behance, wenn ihr runterscrollt, vom Stream runterscrollt, habt ihr praktisch auch die ganzen Übersichten zu allen vergangenen Streams und zwar auch kategorisch sortiert. Genau. Und da habt ihr immer die Möglichkeit, euch alles anzusehen. Und ansonsten haben wir natürlich noch Discord. Das ist nämlich vor allen Dingen dann sehr hilfreich, wenn ihr auch zwischen den Adobe Live Sessions, die ja bei uns einmal im Monat stattfinden, wenn ihr auch zwischen den Sessions dann eben mit der Community oder mit uns oder mit den Gästen quatschen wollt, kann ich den Link auch gleich nochmal sharen, beziehungsweise Tim kann das gerne mal machen. Schafft er bestimmt auch ohne mich. Und dann geht das eigentlich auch da so rein. Und wie ich sehe, macht das Cintiq wieder Probleme. Oder geht's? Ich glaube, die Kalibrierung funktioniert. Der dritte Bildschirm, oder wie? Das ist wahrscheinlich das Thema. Ich schau mal gerade.
Nö, funktioniert. Nee, aber ich finde die Anordnung der. Ach so. Monitor nicht immer. Manchmal finde ich meinen Aufzeiger nicht und der müsste jetzt eigentlich. Wie so Amateure. Furchtbar. Sind gerade erst umgeswitcht, ne? Vorher Windows 95 noch gehabt. Ja, da ist die Maus. Normalerweise müsste doch eigentlich. Was ist das? Packen wir bis dahin. Das müsste eigentlich. Dann funktionieren, meinst du? Schon. Kriegen wir alles hin. Genau. Dominik sagt auch, so, Welt aus, Livestream an, beste Grüße aus Wien. So, Dominik Isaquiel dos Santos Tomé. Cooler Name. Auf jeden Fall. Ich wünsche, ich hätte auch gern so einen Namen. Ja, bei mir ist einfach nur ein Döner, aber das ist auch okay. So, ich glaube, das sieht sehr gut aus. Ja. Ja, genau. Stell du alles in Ruhe ein, alles in Ordnung. Tiefes Vertrauen. Genau, ihr könnt ja schon mal Fragen sammeln. Ne? Oder wir stellen ein paar kreative Fragen. Ne? Wo wart ihr gestern Nacht, wenn nicht auf dem Stream? Ich kann es, weiß ich gar nicht, wo war ich gestern Nacht? In einem Hotelzimmer und habe geschlafen. So, ich glaube, wir können irgendwie loslegen. Also, genau, ich switch mal rüber. Dann kann man nämlich auch sehen, was du uns da zeigst. Aber ich glaube, der zeigt uns jetzt, ha, das ist nämlich das Ding. Ich glaube, so, jetzt hast du es kaputt gemacht. Ich glaube, du musstest tatsächlich den Bildschirm mirrorn, sonst zeigt er mir nämlich nur das als extra Screen. Okay. Also müsst du quasi noch an die gleiche Einstellung gehen, wo du eben warst. Ich muss gerade schon wieder die Maus. Kannst du hier mit dem Dings machen, da unten. Genau. Haben wir sofort. Diese Technik. Ja. Ernsthaft, ne? Vor allem jetzt ohne Witz, ich sitze hier schon ein paar Stunden hier. Hat's alles eingestellt. Und hab alles eingestellt und alles nicht wunderbar, weil ich bin eigentlich immer gerne gut vorbereitet. Ne, aber das ist, was ich meinte, guck mal, die da ist jetzt nämlich meine Systemeinstellung, sind jetzt nämlich bei dir da drüben. Bisschen. Ja, genau. Das sehe ich ja nicht. Das siehst du nicht, ne? Deswegen müssen wir jetzt irgendwie. Genau. Müsstest du praktisch jetzt mit der Maus raus und ich kann dir sagen, wo du dann bist mit der Maus. Verrückt. Das ist Wahnsinn, ne? Ja, oder wir ziehen halt kurz mal das HDMI raus. Warte, ich schaff das. Das ist wie so ein Computerspiel eigentlich. Ja, wir schaffen das. Also der dritte Bildschirm ist quasi jetzt hier auf meinem Bildschirm. Ja, ein bisschen hoch. Ist total auf. Bisschen hoch. Wie siehst du, wie erkennst du das? Jo. Ich sag dir, wo du hin musst. Hoch, höher. Ich meine, mein Monitor ist aber. Ja, aber du kannst es ja rüberziehen zu dir, dann hast du es einfach. So, und jetzt bist du an der Leiste. Genau, gedrückt halten und ziehen. Ja, ist das Team. War Weltklasse. Ich habe mich ganz laut gerade gekriegt. So, dann müssen wir auf Monitore und. Ja, das war so ein Wendler-Sprung. Ich Gänsehaut. Das hast du jetzt nicht gesagt. Na, weißt du, Das hast du jetzt nicht gesagt. So schlimm? Boah, ich musste mich leider vor ein paar Tagen etwas intensiver mit dieser Person. Ich darf leider nicht drüber reden. Alles ich habe auch nichts direkt damit zu tun, aber ich musste mich leider intensiver damit beschäftigen. Und boah, ich war kurz vor, aber naja. Ich fand es nur so lustig, weil der Oliver Pocher macht ja gerade seine Parodien darüber. Wir machen so. Das kannst du aber ganz schön gut. Ja, wenn du dir 2 Stunden lang den Instagram-Feed von ihm angucken musst, dann machst du das auch so gut automatisch. So, was wollte ich noch machen? Hm. Du wolltest den Screen Mirror, damit wir nämlich überall den gleichen Screen haben. Wie hätten sie es denn gerne? Sag einfach du, dann die Sync-Option. Genau, du kannst da unten einfach auf. Nee, Moment. Weil wenn du es machst, dann bist du nämlich schuldig. Kurz ich Stift? Also sehr kurz, gerne. Wir machen das schnell mal. Können wir eigentlich überziehen, wenn ich der Letzte bin heute? Ein paar Minuten gehen. Ha. So, Sync-Option bei Verfügbarkeit. Nein, wo war das denn jetzt? Im Monitor, Auflösung, das passt. Fenster sammeln. Okay, ich sehe schon, ich bin nicht der Einzige, der. Ja, das ist halt immer ein bisschen hier. Da haben wir es doch. Synchronisieren. So, was du nämlich jetzt machen kannst, brauchst du den Bildschirm hier? Naja, nicht unbedingt. Weil sonst hätte ich nämlich gesagt, können wir den noch einfach zuklappen. Aber du kannst auch auflassen. Weil dann sieht man auch den schönen Deckel nicht. Ich glaube, den sieht man eh nicht. Er hat den aber trotzdem nicht synchronisiert. Nein, Quatsch. Er hat das jetzt trotzdem nicht synchronisiert. Doch, beziehungsweise schon. Du hast es jetzt überall gleich. Doch, hat jetzt alles geklappt. So. Also klappst du. Du könntest jetzt zuklappen, ja. Genau, weil dann hast du nämlich den Screen nämlich sowieso hier. Ich mach das jetzt. Ja, mach. Jetzt und pass auf, jetzt geht er nämlich in Sleep-Modus und drückst auf Enter. Tim, tim, tim. Jetzt hast du. Jetzt funktioniert's. Teufelskerl. Achso, ja, ich seh's. Ja, das macht er jetzt natürlich nicht. Warum auch immer. Wieso macht er das? Oh, come on. Wir kriegen das alles hin. Aber irgendwie, die Technik mag uns heute nicht. Ansonsten wieder aufklappen. Dann muss es halt notfalls so sein. Tun einfach so, als wenn
dieses Cintiq mag uns nicht. Gibt schon Beschwerden im Chat eigentlich? Ja, bestimmt. Alles blöd. Ich weiß schon drauf. Nee, alles gut. Dominik sagt, haha, danke Jungs, so einen Namen kriegst du mit Kleve, wenn du Portugiese bist. Ja, das glaube ich dir. Guck mal, das Geile, ich habe das jetzt aufgeklappt und... Jetzt sagt er, er will nicht mehr, ne? Das ist schwarz. Zieh nochmal, Stecker? Nee. Warte, da ist irgendwas passiert. Kontakt. Jetzt, ja, da. Und, was sagt er jetzt? Ey, das ist aber echt verrückt, ne? Ist der vielleicht beim Kabel im Wackelkontakt? Ich weiß es nicht. Also... Schön ist das nicht. Nee. Das tut uns echt leid, Leute. Wir kriegen das auf jeden Fall gleich hin. Normales Grafiktablett. Dieses Grafiktablett. Was macht er jetzt? Okay, Bildschirm ist da. Ich glaube, das hat was mit dieser Synchronisation zu tun. Ja, ansonsten müssen wir es anders versuchen. Aber ist natürlich auch blöd, weil... Nee. Auch nicht. Nee, ich glaube nämlich nicht, dass es das ist. Ich glaube, das ist ein Wackelkontakt. Wir machen es jetzt nochmal so. Genau, mach nochmal auf Synchronisieren. Und dann gehst du. Das ist Troubleshooting, ne? Das ist der erste Teil von unserem Stream. Wir gucken uns hier Troubleshooting an. So, wie man es nicht macht. Genau. So nicht, Leute. Ja, aber ist echt krass, ne? Die ganze Zeit hat es funktioniert, als du da hinten gesessen hast. Das ist alles schön eingestellt. Und dann ziehen wir das Zeug um. Und auf einmal sagt er, nö, mache ich nicht. Es ist wirklich, das auch, aber ganz ehrlich, auch diese USB-C-Stecker, ne? Ich weiß nicht, wer die erfunden hat, aber. Na? Sagt dir hier kein Signal? Ist mir jetzt zu bunt. Ich hol mal kurz das normale Grafiktablett. Hast du das Grafiktablett letztens dabei? Ja, so ein. So ein Tablet. Wir haben hier ein Intuos 5 ansonsten noch. So ein Intuos. Ein bisschen was wollen wir ja zeigen heute, ne? Genau. Weil ich nicht weiß, warum wir das hier nicht machen. Aber irgendeiner muss dafür bluten, finde ich. Das ist echt, blöd, ne? Ja, komm. Da haben wir schon so ein cooles Grafiktablett und dann magst du dich nicht. Warum? Ich habe das gleiche. Wir kommen super klar eigentlich. Also, ja, irgendwie. Aber. Gut, zieh's nochmal raus. Seitdem Katharina am Start ist. Ja, aber ich glaube, das ist nämlich genau das Problem. Weil das haben wir nämlich bei unserem Laptop auch. Seit dem neuesten Update tut sich da irgendwas mit dem Marcom-Treiber und der will nicht. Absolut. Weil der Port jetzt auch ohne Probleme funktioniert. Das können wir vielleicht mal gerade zur Seite legen. Tschüss. Ja, ja. Tja. Dann machen wir es auf die altmodische. Ja, Mit Stift und Papier. Ansonsten hätten wir noch den hier hinten, ne? Wenn das dir lieber ist. Nee, schon klein noch. Ein bisschen klein. Ja. Dann machen wir das so. Ich will zeigen, dass es auch damit geht. Genau. Wir spielen jetzt das Spiel auf Hard-Modus. So, Freunde der spontanen Nacht. Genau. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Wenn das jetzt nicht funktioniert, wäre natürlich auch witzig. Okay. Die Auflösung kann ich wahrscheinlich nicht ändern, ja? Die muss ich so lassen. So. Ja? Die Auflösung, wie meinst du? Das jetzt angepasst. Achso, das wird automatisch angepasst. Musst du nicht ändern. Also lassen wir so. Genau, okay. Kannst du so lassen. So, dann legen wir los. Vielleicht ein kleiner Überblick so über was ich mache, also für die alle, also für die, falls es gibt's überhaupt irgendeinen, der mich nicht kennt. Ich glaube, wenn es jemand gibt, der mich nicht kennen sollte, hier ist so ein kleiner Überblick über meine Arbeiten. Also wie gesagt, ich mache viel im Hip-Hop-Bereich, auch hier einer meiner mittlerweile langjährigen Kunden und Freunde verrät. Das war für ProSieben. Für die magische 13 hieß die Show. Deswegen, ich weiß nicht, wenn man genau cool guckt, dann wird man sehen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Das Ohr, oder? Der hat es nicht ganz angelegt. Ja, genau. Und ja, ich sehe das direkt. Das wie viel war es in Mathe? Ganz nee, gut. Oder besser, in Bio? Wie viel Finger hat ein Mensch? ja, da haben wir halt die 13 immer irgendwie wieder unterbringen. Und hier haben wir zum Beispiel auch 13 Mal den Kollegen hintereinander, nebeneinander gestellt. Geil. Und so weiter und so fort. Also das sind so, wie gesagt, die Sachen, die ich so mache. Manchmal ist es ein bisschen weniger Fotografie und ein bisschen mehr Photoshop. Mhm. Manchmal ist es ein bisschen mehr Fotografie und ein bisschen weniger Photoshop. Mir ist eigentlich immer so das Endergebnis einfach nur wichtig. Und ich bin da auch nicht so dogmatisch irgendwie unterwegs, dass ich sage, okay, alles irgendwie nur Photoshop oder mir ist die pure Fotografie wichtig. Mir ist einfach das Endergebnis wichtig. Und deswegen, man sieht halt auch viele klassische Sachen, wie das jetzt hier zum Beispiel ist jetzt im Vergleich zu
dem hier, so ein Cover für Shirin David. Hm. Da ist dann halt schon ein bisschen künstlerischer. Ja, du bist ja generell bei so Covern und so ist man ja auch ein bisschen freier. Ne? Also ein bisschen sehr frei, ja, in der Gestaltung. Das ist auch mit der Hauptgrund, warum ich das auch so gerne mache. Also es ist gerade bei den Rappern, bei den Musikern, die vertrauen mir da eigentlich ziemlich krass, beziehungsweise was heißt Vertrauen, also lass mir mal sehr viel freie Hand. So dass ich da auch immer etwas ausrasten darf auf gut Deutsch. Und deswegen macht es halt auch super Spaß. Es ist ein gutes Pendant zu den, sage ich mal, etwas klassischeren, trockeneren, langweiligeren Sachen, halt wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, so ein Thermomix zu fotografieren oder ein Mineralwasser. Mhm. Ne? Da bist du halt natürlich ein bisschen. Klar, aber das sind natürlich ja auch ganz andere Vorgaben. Ja. Ne? Und auch andere Budgets. Klar. Das heißt, ich bin käuflich, das wollte ich dann sehen. Also, wenn ihr jetzt ein Foto wollt, dann. Schlag zu. Ja, den Herrn kenne ich auch noch von früher, den ist der AZ. AZAD, Azad, ja. Azad. Ganz. Der Boss. Mache ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Auch eine ganz große Ehre für mich jedes Mal, weil auch ich bin auch Fan seit bestimmt 15, 16 Jahren. Mhm. Und ja, jetzt macht es jetzt das, glaube ich, das vierte Album, was ich gerade gemacht habe, glaube ich, das dritte. Und ja, ist auch immer eine sehr schöne, sehr gute Zusammenarbeit. Bin ich zu laut? Du bist zu leise ein bisschen. So. Sollte das funktionieren? Ansonsten stelle ich ihn lauter. Sagt einfach nochmal Bescheid, wenn es zu leise ist. Patrick sagt auch unvergesslich, Uri Geller sagt, fach jetzt, stop it. Ja, ganz genau, mit der Nagelpistole. Genau. Ja, was machen wir heute? Einiges. Nur quatschen oder soll ich auch ein bisschen was zeigen? Ich würde sagen, so ein bisschen aus beidem was. Ne? Also, nachdem wir jetzt ja die Unstimmigkeiten mit der Technik bereinigt haben, so gut es ging. Ja, wir tun einfach so, als wäre nichts passiert. Genau, nicht passiert. Wir können ja auf jeden Fall ein paar Minuten, wenn es jetzt, wenn wir nicht ganz fertig werden, können wir bestimmt auf jeden Fall ein bisschen verlängern, ein paar Minütchen, das kriegen wir bestimmt hin. Und genau, also was ich mir gesagt habe oder gedacht habe, was natürlich cool wäre, jetzt hast du ja natürlich schon so ein bisschen gezeigt, was du machst, ne? Und ich denke, was auch die, also könnt ihr natürlich auf jeden Fall auch einfach in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt, aber was natürlich cool wäre, ist einfach mal so ein bisschen erstens die Entstehung von so einem Bild bei dir zu betrachten. Mhm. Wie machst du, wie gehst du an so ein Bild ran? Und was ich gerne von dir noch hören würde, zum Thema Photoshop. Ne, das begleitet dich ja auch schon eine sehr lange Zeit. Verdammt lange, ja. Genau. Und was natürlich auch interessant wäre zu hören, ist, wie waren so deine Touchpoints im Photoshop? Wie hat es bei dir angefangen zum Beispiel? Frage. Obwohl, ich hatte ja vorgestern noch mal mir Gedanken drüber gemacht und kurz drüber gesprochen und etwas abgerufen. Ist halt schon super lange her. Ich glaube, das war 1992 oder 93, also schon sehr lange her. Und ich glaube, das fing damit an, dass wir damals, also mein Vater hatte einen PC, 386er, keine Ahnung, also eigentlich ein Game, also du würdest heute noch nicht mal ein Gameboy damit vergleichen können, wahrscheinlich von der Leistung her. Oder Nintendo, aber ja, der hatte damals der hat sich einen Farbdrucker gekauft. Das war so ein HP Deskjet Tintenstrahldrucker. Mhm. Irgendwie, und das war halt damals, der hat 1000 Mark gekostet und der konnte irgendwie eigentlich gar nichts, aber das war halt damals natürlich ein krasses Ding. So, und da habe ich das erste Mal angefangen, irgendwie mich mit Grafiken am Computer zu beschäftigen. Und das war, ich glaube, das erste Programm war damals irgendwie Harvard Graphics oder so hieß das. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas relativ Simples. Und so kam ich überhaupt erstmal daran. Und parallel habe ich, also ich habe früher mal sehr viel gezeichnet. Also händisch, so richtig so, wie man das früher gemacht hat, so analog, genau, mit Stiften und Papier. Total verrückt. Und, ja, macht sowas heutzutage. Und war auch so ein bisschen im Graffiti-Bereich unterwegs halt. Und dann kam ich halt irgendwann auf die Idee, okay, wir können es irgendwie auch immer weiter. Der Besitzer dieser Boutique hatte auch drei Modelabels. Und so kam ich irgendwie in die Textilbranche, weil die halt damals noch alles mit Stift und Papier und Faxgerät gemacht haben. Also wenn sie irgendwie ihre Entwürfe weggeschickt haben. Und da kannte irgendwie sich niemand halt mit irgendwie E-Mail und dem ganzen Digitalen aus. Und ich kannte das halt schon. Und dann fing es halt so an, dass ich halt dann in Photoshop halt Designs gemacht habe für die Firma. Und so wurde es halt immer mehr. Und so das erste Foto retuschiert in Photoshop war erst so wahrscheinlich um 2000 rum. Mhm. So schätze ich mal. Und das ist jetzt so grob übers Knie gebrochen, die Geschichte des Maschke. Und seitdem bist du dann voll dabei? Ja, manchmal mehr, manchmal weniger, aber ja doch.
Sehr cool. Ja, ich bin gespannt, was du uns heute zu zeigen hast. Ich glaube, da wird auf jeden Fall. Ich habe ein paar Videos von dir früher tatsächlich schon mal gesehen gehabt. Da warst du noch mit dem Sven Dölle unterwegs. Ne? Ja, Photoshop direkt war das damals. Photoshop direkt und dann hast du auch so eine Live-Retusche gemacht mit Fotografie und allem. Mhm. Ne? Also da war da auch ein Model im Studio quasi, dass du dann fotografiert hast und dann auch erklärt hast, worauf man achten muss. Flash findet man bestimmt noch auf YouTube. Ach, bestimmt. Ja, ja. Auf jeden Fall ein sehr lustiges Video, weil es einfach so viele Kleinigkeiten gibt und auch ganz viele Sachen, die jetzt heute gar nicht mehr beachtet werden müssen, weil es einfach bessere Tools gibt. Ne? Also im Vergleich von vor 10 Tagen, ich sag mal, nicht von dem, was du erklärt hast, sondern von den Tools an sich. Ja, ja. Ne? Also ich weiß schon, was du meinst. Ich bin da auch, also ich probiere ja auch immer sehr viel neue Optionen in Photoshop und in der Bildbearbeitung aus. Mhm. Aber generell bin ich eher ein Verfechter davon, wenn du es in der Kamera hinkriegen kannst, dann mach es in der Kamera, weil es irgendwie, ne, es ist halt einfacher, es irgendwie nachher realistisch rüberzubringen, als wenn man jetzt anfängt, da irgendwie zu basteln und ja, auf jeden Fall. Auch wenn die Möglichkeiten mittlerweile ja echt enorm sind. Also es ist wirklich krass, aber ja, out of cam ist es halt immer. Wirkt es immer ein bisschen realistischer, vor allem du hast natürlich, wenn du Sachen künstlich erstellst, immer mehr Fehlerquellen, die du vielleicht gar nicht wahrnimmst. So, und manchmal hast du dann irgendwas gebastelt und du guckst das Bild an und es ist nice, aber du merkst, es stimmt irgendwas nicht und kommst halt irgendwie nicht drauf. Und das passiert halt nicht, wenn du es halt natürlich schon in der Kamera so hast. Aber wie gesagt, es geht natürlich, jetzt wie wir das eben hatten, klar, kannst du natürlich irgendwie das Model ein bisschen anzünden. Klar. Und mit ein bisschen Benzin übergießen. Ja, das Beispiel hatte ich, fällt mir auch gerade ein, wo wir gerade bei Farid waren mit den brennenden Karten. Mhm. Wenn es nach mir gegangen wäre, da ich hätte die Karten angezündet und kein Problem. Aber dann haben wir halt, oder uns ist uns relativ schnell bewusst geworden, okay, Hände sind ja sein Tool halt. Mhm. Also wirklich das Wichtigste eigentlich. Und da war das Risiko dann doch zu groß. Ne? Und, ja, kann ich aber auch verstehen. Da war es dann halt so, dass ich. Sind die versichert, die Hände? Machen ja viele Leute, die dann ihre. Ich gehe mal stark davon aus. Fußballer machen das ja zum Beispiel auch. Das sind irgendwie ihre Füße oder Beine, Kniescheiben. Also meine Hände sind auch versichert. Ja? Ja, natürlich. Hast du schon mal mit der Nase retuschiert? Der Nase, ja, doch. Nein, Spaß. Sind sie natürlich nicht. Ganz so krass ist es nicht. Aber stimmt. Ich glaube, es gibt auch noch andere Körperteile, die versichert werden. Das bei. Kenne ich sogar hier von Azad. Ich will ja nichts gegen Technik sagen, aber ich komme aus ein bisschen schon nicht mehr raus. Also heute ist echt der Wurm drin mit dem Stream. Vielleicht deswegen? Ah, vielleicht. Nee, ist gar nicht mehr dran, oder? Ist noch dran, aber... Tja. Kauf den MacBook, haben sie gesagt damals. Ist gut, haben sie gesagt damals. Hier, vielleicht müssen wir noch mal kurz rausziehen. Ja, wahrscheinlich. Sekunde, wir ziehen es mal kurz raus. Ich mache mal kurz hier auf groß. Furchtbar. Kann mal passieren. Ist leider immer ein bisschen doof. Es tut mir auch leid, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Nachsicht mit uns, aber wir kriegen das alles hin. Und wie gesagt, die verlorene Zeit holen wir auf jeden Fall. Ja, das Komische ist aber, dass die Maus einwandfrei funktioniert hat. Ja, bloß müsst ihr vielleicht nochmal neu starten. Mich würde nicht wundern, wenn diese Touchbar einfach abgestürzt ist. Das kann sein, ja. Aber wie gesagt, ansonsten startest du einfach nochmal neu, dann... Du sagst das so leicht. Also ich könnte jetzt so einen Hardcore-Neustart machen, also sprich Knopf gedrückt halten. Und wir wissen alle, dass das böse enden kann. Das wissen wir auf jeden Fall. Leben am Limit, egal. Das Leben am Limit. FJP Photography hat gesagt, ich komme das nächste Mal gerne, also... Technical Backup. Sehr gerne. Auch ein sehr guter Fotograf. Stimmt, Weko sagt, Altweiberdonnerstag ist ja jetzt. Gibt es Karneval in München? Ja, ein bisschen abgesoftet hier, aber gibt es auf jeden Fall. Ich bin froh, dass ich heute nicht in Köln bin. Ich bin nämlich absoluter Karnevalsfan. Bist du? Nicht. Nicht? Ich hasse Karneval. Boah. Also Hass ist ja auch ein hartes Wort, ne? Aber ich hasse Karneval. Ich hasse Karneval. Wirklich? Ja. Also bist du ja komplett raus? Ja, und so. Ich verlasse immer das Land normalerweise. Furchtbar. Ich kann mit dem ganzen Kram nichts anfangen. Wo bist du dann, wenn du sagst, du verlässt das Land? Ist mir fast egal, Hauptsache weg. Hauptsache einfach weg. Ja. Okay. Echt ohne Witz, wenn ich so gar keinen Plan habe, da hau ich nach Holland ab oder so. Ist gut, Holland ist jetzt bei mir auch direkt quasi vor der Tür. Mhm. Aber normalerweise, gar keinen Bock drauf. Mir ist das alles zu. Nee. So mal, ich kann das ganze Jahr betrunken sein, dafür brauche ich kein Karneval. Und Can lacht im Hintergrund, also nicht ich. Deswegen.
So. Ach ja. Dr. Jackton Hyde sagt, ich bin auch jetzt wieder dabei, musste arbeiten, wünsche einen guten Appetit, hoffentlich keine Ananaspizza. Ananaspizza? Ja. Ruth sagt, ich vermeide ab heute die Kölner Karnevalsgrenze zu überschreiten. So, und wie ich mir gedacht habe, ja, hat er mir natürlich jetzt alles. Und Chris sagt, Alt-Kommanden Escape hilft öfters. Stimmt, das Problem ist aber, du hast ja nicht eins von den neueren MacBooks, sondern noch die, die die Escape-Taste noch auf der Touchbar haben. Und wenn die Touchbar nicht funktioniert. Ist bei den neuen Modellen die Escape-Taste ja wieder weg? Ja. Warum wohl? Komisch. Haben sie auf jeden Fall jetzt wieder genau als harten Button eingefügt. Aber das ging ja leider eben nicht. Ne? Hat er no response gegeben. Ja. Aber jetzt geht's ja wieder. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los, damit wir hier die Crew nicht so lange warten lassen. Ja, die genau. Haben sich das schon sehr geduldig gezeigt. Danke dafür, liebe Freunde. Ja, vielen Dank und sorry nochmal, aber steckst du nicht drin halt. ich bin auch ganz ehrlich, ich habe mich gar nicht großartig krass vorbereitet. Brauchst du auch nicht. Und ich habe auch keine offenen Photoshop-Dateien mitgebracht, die ich jetzt irgendwie Stück für Stück erklären werde, sondern ich habe ein paar Motive, die der eine oder andere von mir vielleicht kennen wird, einfach als Rohdatei mitgebracht und würde einfach versuchen, so gut es geht, an die bereits bearbeiteten, fertigen Ergebnisse halt ranzukommen und das halt Step by Step erklären. Also das Bild zum Beispiel wird vielleicht der ein oder andere, das ist aber groß hier, ne? Wird vielleicht der ein oder andere kennen von mir. Das ist jetzt, glaube ich, noch größer. das ist eine meiner Lieblingsmodelle. Habe ich eigentlich auch schon lange nicht mehr fotografiert. Irgendwo. Da werde ich euch ja ein bisschen zeigen, wie, also in diesen zwei Motiven werde ich ein bisschen demonstrieren, wie ich die Haut bearbeite, wie ich die Hauttöne bearbeite. Mhm. Das ist eins der Bilder, eins meiner letzten Bilder jetzt gerade, die ich vor ein paar Tagen hochgeladen habe. Da werde ich euch ein bisschen zeigen, wie ich da, also ich meine, gut, es ist eh schon düster fotografiert, aber wie ist halt dieses Maschke-Düstere da reinzauber und wie man vor allem, was hier bei dem Bild ein bisschen stört, finde ich, sind, okay, das ist ein bisschen sehr nah dran. Es sind halt diese Falten. Ja, das zerknitterte Hemd halt. Ne? Klar, ein Bügeleisen wäre jetzt vielleicht vorteilhafter gewesen, aber manchmal siehst du es halt nicht, vor allem, wenn man im Dunkeln fotografiert, dann muss man nachher nochmal drüber gehen. Genau, fällt das halt nicht so auf. Was ich mir auch noch überlegt habe, was zum Beispiel, was ich immer sehr, sehr schade, also normalerweise sehr schade finde, das jetzt zum Beispiel ein Bild, was offensichtlich sehr, sehr unterbelichtet ist. Das war der falsche Knopf. So. Und normalerweise würde man sagen, okay, das schmeiße ich jetzt in die Tonne. Wenn man es jetzt aber ein bisschen heller zieht, dann wird man sehen, dass es eigentlich ein schönes Bild ist. So. Das hat man gar nicht gesehen am Anfang. Also ich habe gedacht, also gerade dass das Gesicht oben ist, ich dachte, das wäre irgendwie so. Ja, ich zeig dir mal kurz das, zeig dir mal, wie das aussieht, wenn ich damit fertig bin. Oder du zeigst uns nicht und wir bearbeiten es und dann gucken wir uns an, wie das Original war. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So als. Meinst du? Kannst auch jetzt sagen. Ich glaube, die meisten kennen sie schon. das ist das Bild hier halt. Und mega. Ja, wenn man jetzt sieht, das ist so der. Das ist gar nicht so viel gemacht, aber das wäre halt normalerweise ein Bild, wo man halt sagt, okay, das schmeiße ich halt weg, damit kann ich nichts anfangen. Und man sieht ja auch, wenn man es so hell zieht, dass man hier halt das Rauschen sowieso und auch diese ekelhaften Übergänge. Und ich werde euch zeigen, versuchen zu zeigen, wie man die halt relativ einfach wegbekommt. Und wie man vielleicht auch den Hintergrund hier einfach erweitert oder wie man sogar damit arbeitet. Ich habe ich arbeite ja auch oft mit Texturen. Also hier sieht man ja, dass das irgendwie so ein bisschen dirty aussieht. Da arbeite ich viel mit Adobe Stock. Super praktische Geschichte. Das werde ich gleich ein bisschen demonstrieren und ja, ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Ja, sehr cool. Ich gucke mal in den Chat. Es kam nämlich schon, kam ein paar Fragen. Ich lese sie immer so ein bisschen vor, dass du die auch mitbekommst. Ne? Also FJP-Fotografie sagt zum Beispiel, ist da, also in Bezug auf ihn, ist es der, den du im Bus kennengelernt hast damals? Richtig, die bekannte Story, Ivo. Genau, den hatte ich irgendwann abends auf dem Heimweg irgendwie an der Bushaltestelle gesehen und ich habe mir gedacht, so, boah, okay, den musst du auf jeden Fall fotografieren und ich bin jetzt, weiß Gott, kein Mensch, der irgendwie andere Leute, irgendwie wildfremde Menschen auf der Straße anspricht. Ey, hast du Bock auf Fotos? So gar nicht. Aber da habe ich irgendwie, ja, habe ich dann allen Mut zusammengenommen und mit ihm habe ich echt ein paar sehr, sehr nice, mittlerweile auch für mich sehr bekannte Bilder gemacht. Mhm. Und das ist halt eins davon. Da kann ich halt auch kurz, mal kurz hier, das ist
hier sehen. Das habe ich auch irgendwo ganz weit unten, ist schon ein bisschen älter. Älter ist ja nicht schlechter. Ne, hier ist er zum Beispiel einmal. Krass. Der Dressman. Er hat auch ein sehr markantes Gesicht, ne? Sehr ausdrucksstark. Ja, ist auch ein super Typ. Also wir haben, ich weiß noch, das erste Shooting war irgendwie ging 5 Stunden und davon haben wir effektiv, glaube ich, 10 Minuten fotografiert. Krass. Also wirklich, wir haben nur gequatscht. Also manchmal triffst du halt Menschen, bist halt so auf einem Level, auf einem Vibe irgendwie und dann kommen halt auch geile Fotos bei rum halt. Ne? Sehr also, cool. Ich denke, ich werde nicht jetzt, also weil es auch wirklich lange dauert, irgendwie um dahin zu kommen, aber ich werde versuchen, so komprimiert es geht, so gut es geht, ein bisschen zu zeigen, wie ich da jetzt vorgehen würde. Mhm. Also ich arbeite in der Regel immer in der Reihenfolge Bilder vom Shooting importieren in Lightroom, mhm. weil ich da einmal die gute Möglichkeit habe, die ganzen Bilder zu sortieren, mit den einzelnen Sammlungen, mit den Markierungen etc. pp. Kann da halt auch schon den Look definieren, kann zum Beispiel auch schon dem Kunden diverse Looks anbieten, ich sagen kann, okay, pass mal auf, da könnte ungefähr die Reise hingehen, damit mhm. man sich das besser vorstellen kann. Und fürs Feintuning gehe ich dann halt in Photoshop. Und manchmal gehe ich sogar wieder zurück in Lightroom, je nachdem, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Strecke habe von 20 Bildern, die alle irgendwie den gleichen Look haben müssen, dann mache ich halt so einen groben Look vorher in Lightroom, mache die ganze Feinretusche in Photoshop und mache dann nachher den globalen Look dann wieder in Lightroom. Weil wenn ich dann 20 Motive habe und mache die so leicht bläulich, schicke den Kunden, mhm. er sagt super und dann 2 Tage später ruft er an, nee, ich will es doch eher warm haben und nicht kalt, dann musst du also nicht in 20 Bilder rein, sondern kannst halt klar. gesammelt und gestapelt halt arbeiten. Aber lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an. Ja. Das ist halt, wie man sehen kann, eine Studioaufnahme. Mhm. Kann man das sehen? Ja, kann man schon. Es ist halt durchgehend scharf, viel Licht. Hier unten sieht man den klassischen maschke-typischen Aufheller in den Augen unten. Jetzt würde ich halt gucken, ob der Weißabgleich stimmt. Damit fange ich eigentlich immer an. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder man fotografiert halt mit einer Graukarte, es ist in der Kamera schon richtig eingestellt, oder man kann auch mit der Pipette hier den Weißabgleich definieren. Mit einem schwarzen Hintergrund ein bisschen schwierig, aber manchmal klappt es und das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Und ich vergleiche das manchmal, ne? Also wie ist das jetzt rübergekommen? Mir wäre das jetzt persönlich ein bisschen zu orange. Das heißt, du hast jetzt den Weißabgleich mit Schwarz gemacht. Mhm. Nice. Krass, ne? Ja. Das wusste ich jetzt auch nicht. Heute wird das Schwarzabgleich genannt. Schwarzabgleich. Maschkischer Abgleich. Maschki-Schwarzabgleich, genau. Ich glaube Blitz, also wenn ich es auf Blitz stelle, sieht es eigentlich ganz gut aus. Mhm. So, ich würde hier, ich versuche in Lightroom nie zu extrem zu. Die Regler zu verschieben, also das Bild doch relativ flach zu halten, einfach um nachher in Photoshop genügend Bildinformationen, genügend Freiraum für mich, für die Feinretusche zu haben. Wenn du jetzt im Vorfeld schon, bevor du in Photoshop reingehst, so krass an den Reglern drehst, hast du nachher halt du verlierst halt einfach Daten und Pixel. Deswegen versuche ich das Bild relativ flach zu behalten mhm. und nachher im letzten Step halt, wenn gewünscht, halt einen etwas krasseren Kontrast oder krassere Struktur reinzubringen. Es sei denn, du machst jetzt halt Motive, die gar nicht irgendwie großartig im Photoshop bearbeitet werden müssen. So. Aber wir gehen jetzt einfach mal von dem Motiv aus. Ich würde jetzt einfach ein bisschen mit den Tiefen spielen. Also nicht, sieht man ja im Haarbereich, wie das ganz gut funktioniert. Ja, wenn man anfängt zu brennen und zu leuchten. Ja, das würde ich jetzt auch ungefähr so machen haben. Gehen wir mit den Lichtern ein bisschen runter, einfach um diesen etwas HDR-mäßigen Look hinzubekommen. Und Struktur, Klarheit sind Regler, also gerade Struktur, der ist ja relativ neu. Ein mhm. super cooles Tool, also um einfach auch die Haut entweder schön weich zu machen, schon im Vorfeld. Okay, das war ein bisschen too much. Ohne, dass man jetzt irgendwie das Bild komplett vermatscht. Oder halt, wenn man es ein bisschen kerniger haben will, es ist dann halt, es ist nicht so, ich sag mal so, es wirkt halt nicht so krass wie der Klarheitsregler. Der Strukturregler mhm. ist ein bisschen feiner. So. Und da arbeite ich halt gerne mit beidem. Da haben sich viele drüber gefreut, als das Update kam mit Struktur. Super, ja. Also wirklich super. Ja, Dynamik-Sättigung, ich würde hier ein bisschen mit der Sättigung runtergehen, einfach weil das Bild nachher auch leicht entsättigt wird.
Das sind jetzt minus 15 und eigentlich wäre das in dem Fall schon fast alles, was ich in Lightroom machen würde mit dem Motiv. Man kann jetzt nochmal schauen, wenn man irgendwie, je nachdem, was für ein Objektiv man hat, ist es auch empfehlenswert, hier unter den Objektivkorrekturen zu schauen und die Korrekturen zu aktivieren. Mhm. Bei dem Bild ist es jetzt nicht wirklich wichtig, aber wenn du jetzt zum Beispiel mit einer, sagen wir mal, etwas günstigeren Linse draußen fotografiert hast, in der Gegenlichtsituation, dann hast du oft diese chromatischen Aberrationen und so. Und wenn du die nicht haben möchtest, dann kann man die damit sehr gut rausrechnen. Und ja, ansonsten würde ich jetzt hier, glaube ich, guck mal kurz bei den Details, würde ich alles standardmäßig belassen. Also relativ knackiger Workflow in Lightroom, einfach nur, ja, um wirklich die Grundfarbe herzustellen, die du als Ausgangsbasis, genau, haben willst. Genau, aber bei dem Motiv jetzt auch nur. Ne? Also manchmal ist, was die Hauttöne angeht, kann man hier auch immer sehr gut in der Kalibrierung arbeiten. Das macht aber auch jeder. Anders. Wie wir gestern schon, wie wir vorhin schon hatten, viele Wege führen nach Rom. Oder gestern hatten wir das ja, glaube ich. Ne? Da war ich auch mal kurz bei euch Hallo sagen. Genau. Da kann man schauen, dass man vielleicht so ein bisschen. Ich finde es halt wahnsinnig spannend. Ich habe das Original eben mir auch angesehen. Und es ist nicht ganz so, aber es erinnert mich so ein bisschen an diesen Dragan-Effekt. Vielleicht kannst du ja bestimmt. Richtig. Dieses sehr kontrastreiche, ein bisschen bräunliche. Ja, das, da bin ich auch. Ist auch nicht ganz das Gleiche. Ne? Aber nee, das ist ein eigenes Teil. Da bin ich auch offen und ehrlich, weil erfunden habe ich es natürlich nicht. Ja, aber. Wer hat es erfunden? Das weiß ich gar nicht. Die Schweizer. Die Schweizer, ja. Nee, Quatsch. Ich werde hier den ganzen Tag auf den Arm genommen. Seht ihr, Leute? Also. Ich habe es dir versprochen. Nee, erfunden habe ich es nicht, aber das ist halt, ich glaube. Hast du dich davon inspirieren lassen? Genau, also ich glaube, heutzutage irgendwas neu erfinden ist eh fast unmöglich. Ne? Also Kreativität ist ja für mich zum Beispiel einfach nur eine Neukomposition von gesammelten Erfahrungen und Eindrücken. Mhm. Und das gehört halt dazu. Und dieser ganze Dragan-Look hat mir halt damals schon super gefallen. Und irgendwann habe ich ihn halt einfach auch automatisch so eingebaut und meine eigene Art und Weise entwickelt, wie ich den verwende, wie ich den benutze. Und das ist jetzt eigentlich ja noch harmlos. Ne? Also da geht ja noch viel mehr. Nur jetzt so für die grobe Vorentwicklung, finde ich, ist das ganz okay. Ich bin zwar jetzt noch nicht so ganz hundertprozentig mit den Hauttönen zufrieden, das kann aber auch daran liegen, dass, wie gesagt, das MacBook musste ich in der Nacht- und Nebelaktion vorgestern neu installieren. Schönen Gruß an Apple, aber lassen wir das, sonst kriege ich schlechte Laune. Ja, ich würde hier vielleicht noch ein bisschen am Kontrast arbeiten, wobei es gibt so maßgeblich mehrere Möglichkeiten in Lightroom mit dem Kontrast zu arbeiten. Das ist halt ein sehr globaler Kontrast, der einfach platt aufs Bild gelegt wird, sprich was hell ist, wird hell gemacht, was dunkel ist, wird dunkel gemacht. Man kann es auch über die Levitationskurve machen, Gravitationskurve, Gradationskurve. Levitationskurve. Das war so ein Running Gag, glaube ich, ne? Ja, bei uns ist die Gradationskurve, genau. Ich weiß, ich hatte aber bei einem Posting vorhin gesehen, dass ihr da irgendwie. Gravitationskurve. Der Olaf hatte auch kommentiert. Und ich weiß noch, ich glaube vor 6, 7 Jahren habe ich 50 Euro bei einer Wette gegen Calvin Hollywood verloren. Mhm. Weil ich safe davon überzeugt war, dass das Gradationskurve heißt. Genau, das hat man. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich weiß auch nicht, warum das so ist irgendwie. Also jeder, wir sprechen viele so aus, Gradationskurve, weil du denkst halt nicht, dass es eine Gradation ist, sondern du denkst an Radiation oder an, keine Ahnung, irgendwas, Gravitation. Warum benennt ihr das nicht einfach um? Ich habe das Wort nicht erfunden. Wer hat es erfunden? Die Schweiz. Wieso nicht? Wieso nicht? Die Gradationskurve. Nee, aber wir hatten auch schon ganz viele, die das dann Gradationskurven tatsächlich genannt haben, deswegen war das dann immer so der Running Gag, dass der uns einer dann immer reingeschrieben hat, in jedem Mal. Tim sagt wegen Gradienten. Ah, okay. Verstehe. Gradienten. Die Gradienten, okay. Das ist doch bestimmt irgendwas von Star Trek, oder? Egal, komm, wir bleiben bei der Sache, sonst sitzen wir morgen noch hier. Alles gut, es gab noch ein paar Fragen schon. Ah, okay. Wolfgang fragt nämlich, warum hältst du die Schwarzwerte nach dem Histogramm im kritischen Bereich? Ach, die Schwarzwerte im Histogramm, ja. Kann ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe da heute nicht einmal hingeguckt. Das ist meine Antwort. Ich bin, also grundlegend. Ich weiß ja, worauf du hinaus möchtest. Mhm. Und natürlich ist es wichtig, da irgendwie so einen groben Überblick zu haben. Aber ich bin ganz ehrlich, egal was ich mache, also ich kenne die Technik, ich bin technisch affin, aber ich versuche so viel wie möglich eigentlich aus dem Bauch heraus zu arbeiten und zu entscheiden. Wenn du jetzt natürlich an Bildschirmen arbeitest, die halt nicht so wirklich, 100% Farbdruck gibt es ja eh nicht, aber nicht wirklich gut sind,
oder nicht kalibriert sind oder so, dann musst du natürlich extrem auf solche Sachen achten, vor allem wenn du weißt, das geht irgendwie nachher in den Print und. Hm. Aber wie gesagt, seitdem ich es mache, ich habe öfters mich mal kurz damit beschäftigt, aber letztendlich sind diese ganzen Histogramme für mich eigentlich nur, also das, was ich mache, sehe ich. Dafür brauche ich keine Zahlen, keine Tabellen, keine Diagramme. Dafür, das fühle ich halt einfach und... Du gehst nach Intuition. Ja, aber voll. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Haben wir noch eine Frage? Es war noch ein paar, aber die können wir noch einstellen. Also die eine Frage war jetzt nochmal zu deinem Equipment, ob du das nochmal so ein bisschen erklären kannst, was du so für Equipment nutzt, Foto-Equipment. Du bist ja ein Sony-Mensch, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ja. Ja, ich bin ein Sony-Mensch, ja. Ich muss ja aufpassen, was ich dir sage. ja, doch. Ich habe angefangen mit Canon, mit einer 300D. Ja, kennst du noch? Ja, kannst du auch mal, weil ihr meint, eine 400D und dies, das. Ich meine, klar, gibt bessere Kameras, aber am Ende des Tages kannst du auch, glaube ich, den meisten Menschen eine bessere Kamera hinlegen und dadurch machen sie auch nicht automatisch bessere Bilder. Also angefangen mit einer 300D war das, dann bin ich zu Nikon rüber, hab damit lange, lange gearbeitet und dann halt vor, ich glaube auch 6 Jahren oder so, als die Alpha 7S rauskam, dieses Nachtsichtgerät, das echt eine Menge verändert hat, ja, die war wie für mich gemacht halt, die Kamera. Ne? Ich mache ja sehr viel Lowlight oder habe sehr viel Lowlight gemacht, meine ganzen Parkhaus-Geschichten, die wird ja der eine oder andere kennen. Und für mich war es einfach das Optimum und dann bin ich halt irgendwie auch bei Sony geblieben bis dahin. Ne? Und für Studio nutze ich halt die 7R, wenn ich, also vor allem wenn ich hohe Auflösung brauche. Und wenn ich draußen bin, dann halt die 7S 2 momentan. Im Studio die 7R 3 momentan. Ich habe noch ein paar andere, so für hier und da, aber so als Werkzeug sind das auf jeden Fall meine Tools. Und ja, Blitzen tue ich. Also ich blitze mit Hensel, wo ich auch sehr zufrieden mit bin eigentlich. Und was gibt's noch an Equipment? Objektive vielleicht noch. Was ist so dein Objektivwahl wäre vielleicht gar nicht so. Also momentan ist so wirklich mein Favorite ist echt so das 24-1.4. Mhm. Also damit kommt dann halt irgendwie sowas zustande. Jetzt bin ich gespannt. Bin ja auch, genau, also das Sony Mensch, muss ich sagen. Das hier zum Beispiel. Mhm. Ne, oder hier, die sind alle mit dem 24er entstanden, die auch. Ist jetzt nicht unbedingt die Brennweite, die man für Porträts nutzen würde. Mhm. Das war für mich gerade der Reiz. Aber ja, dann habe ich jetzt halt in letzter Zeit öfters etwas abgefahrene Sachen gemacht. Und ich finde, also gehört auch zu meinen Lieblingsmotiven in letzter Zeit. Und ich finde, das kann sich durchaus sehen lassen. Würde ich jetzt natürlich nicht bei jedem, kann es natürlich jetzt nicht bei jeder Sache empfehlen, Bewerbungsporträts mit einem 24er dringend von abzuraten. Ey, Lasse, grüß dich, hi. Ja, Lasse ist auch gerade gekommen. Ja, krasser Typ. Lass es krass. Ja. Ich habe übrigens auch heute Morgen im Bus habe ich so ein Plakat gesehen, wo sie dann ein Stockfoto vom Laste genommen haben. Das, wo er so auf so einem Bürostuhl sitzt und das dann wie so eine Rakete hochgeht. Also dann, ich weiß nicht mehr, bei wem es war, ich schicke dir das, Lasse. Aber musste ich ein bisschen lachen, weil ich dachte, ich kenne das Bild doch. Und dann guckst du auf seinen Account. Ah, okay. Ja, Lasse ist so in letzter Zeit so ab und zu, wenn ich mal so, ich mache ja auch Composings halt und auch jetzt in letzter Zeit habe ich so ein paar etwas verrücktere Sachen gemacht mit Papageien und so, aber leider kann ich das noch nicht zeigen. Es würde auch sehr gut zu dem passen, was ihr jetzt hier vorgesehen habt. Mhm. Nur nicht mit Feuer, sondern eher mit anderen Sachen. Aber ja, und er ist halt jemand, wo ich dann halt auch, ich schicke ihm das dann so ab und zu mal und dann, und was meinst du, mal kurz Feedback, weil er ist ja, also was so Composings angeht. Ja. Das ist klasse. Pervers. ja. Sehr gut. Eine habe ich noch, aber die machen wir dann zwischendrin, weil vielleicht kann ich das parallel. Es geht um Schwarz-Weiß, ob du da noch ein bisschen tiefer reingehen kannst. Aber vielleicht können wir das als Thema danach machen. Schwarz-Schwarz, Weiß-Weiß, fertig. Kommt, dafür habe ich ja extra das Motiv mitgebracht. Genau, deswegen habe ich mir gedacht, das ist vielleicht ganz gut dann da beim zweiten Motiv. Aber es nicht vergessen, Elke, ich habe an dich gedacht. Nee, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, ich wollte noch kurz mit, über die Gradationskurve sprechen bei Lightroom. Also damit mache ich halt lieber verändere ich lieber die Kontraste, weil ich mir hier halt genau aussuchen kann. Weil ich mir halt hier genau aussuchen kann, welchen Bereich ich heller im Histogramm heller haben möchte oder dunkler und das einfach nicht dann pauschal von Lightroom bestimmt wird. Mhm. Ich setze mir einfach meistens so 3 Punkte, damit der mittlere da bleibt, wo er ist. So.
So, und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel genau bestimmen, ob ich es jetzt hier oben heller haben möchte. Also jetzt erstmal nur um die Kurve zu zeigen. Mhm. Ich mache es eigentlich eher so. Es gibt ja hier dieses coole, wie nennt sich das eigentlich, diesen Greifer. Und damit kann man halt quasi die Stellen, also wenn man jetzt genau zum Beispiel nur die Highlights der Nase heller haben will, und dann sieht man jetzt hier rechts, wie das quasi hier hochwandert. Ich mach mal kurz hier komplett. Warte mal. New. So. Und hier gehe ich zum Beispiel, also wenn man genau hinguckt, bewegt sich das ja mit. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel eine helle Stelle und die kann ich jetzt ein bisschen hochziehen. So, und genauso mache ich das halt bei den Tiefen. Ich würde jetzt ungefähr. Aber auch wirklich minimal, ne? Weil den eigentlichen Kontrast, den hole ich mir nachher. Und dadurch, dass wir jetzt hier über die Gradationskurve den Kontrast verändert haben, geht meistens halt auch immer ein bisschen mehr Sättigung rein. Also übrigens, also falls ein paar Jungs von Adobe mit dabei sind gerade, es wäre mega geil, wenn es eine Luminanzgradationskurve gäbe in Lightroom. Heißt, dass man halt quasi die Gradationskurve verändert, ohne dass sich die Farben verändern. Gradation. Wir kriegen das noch ein. Gradationskurve oder Graduation Curve, weiß ich. Ja. So, dadurch haben wir es jetzt, durch die Gradationskurve mehr Sättigung ins Bild gekommen ist, haben wir die jetzt einfach nochmal ein bisschen hier mit dem Regler runtergezogen. Mhm. Und das war es jetzt auch. Also wir wollen jetzt auch nicht 100 Jahre hier in Lightroom verbringen, deswegen gehen wir jetzt hier einfach auf die rechte Maustaste. Mhm. Bearbeiten. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also man kann es jetzt einfach in Photoshop bearbeiten. Man kann es auch einfach exportieren als JPEG und dann in Photoshop öffnen, aber da gehen halt wieder Daten verloren. Ich versuche immer so non-destruktiv zu arbeiten, wie es geht. Deswegen, ich würde jetzt in der Situation jetzt einfach mal nicht als Smart-Objekt öffnen. Man kann zum Beispiel eine Doppelbearbeitung machen, wenn man es als Smart-Objekt irgendwie importiert und dann das zweite Smart-Objekt quasi, da weiß ich nicht, die Klarheit oder den Kontrast irgendwie erhöhen und die dann übereinander legen und dann ausmaskieren und. Also es gibt 1000 geile Möglichkeiten. Ja, das war so ein bisschen das, wie auch der Olaf dann auch gestern erzählt hat, ne? So eine Inception-Geschichte quasi. Smart-Objekt genau. In Smart-Objekt. Davon habe ich auch ein paar, ja. Das ist Wahnsinn. Das ist wie gesagt, doppelte RAW-Entwicklung, genau. Das müssen wir mal kurz weg. Boah, kein Mensch. So, da haben wir den Kandidaten. Ich würde jetzt primär erstmal anfangen. Boah, ist auch alles überhaupt nicht so, wie es eigentlich sein sollte bei mir. Wie gesagt, Rechner neu installiert. Katastrophe, aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir lassen uns hier nicht unterkriegen. Ne? Die Technik ist gegen uns, aber das ist überhaupt kein Problem, denn wir haben hier einen waschechten Experten da. Ja, wann kommt der denn? Der kommt um 16:01 nach einer kurzen Pause. So, normalerweise würde ich sagen, okay, das Bild ist mir ein bisschen zu scharf für eine Retusche. Deswegen werde ich das jetzt auch wieder schließen. Ist die zu scharf? Ja. Ich werde hier wieder ein bisschen Schärfe rausnehmen. Das war halt auch, glaube ich, ein nices, scharfes Objektiv. Und ich würde hier auf 20 gehen und da lieber nachschärfen. Weil umso schärfer ein Bild ist, also gerade bei Porträts, umso mehr Details hast du, die du halt bearbeiten musst. Mhm. Das macht dir dann einfacher bei der Bearbeitung? Genau. Okay. Genau. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, womit man anfängt. Also was ich einfach so aus dem Bauch heraus schon mal mache, ich dupliziere die erste Ebene, damit ich einfach zurückgehen kann, falls ich hier irgendwie Mist baue. Und ich würde jetzt hier halt mit dem Verflüssigen anfangen. Yes. So, dann geht man hier einfach auf Augen. Dann macht man hier so die Haken rein. Auch übrigens ganz geil, gibt's auch gar nicht so lange. Dann machst du so, 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 vielleicht noch so und so. Fertig ist es. Fertig. Und dann gibt's ab. Kunde super zufrieden. Schon hast du deinen Snapchat-Filter vor. Ganz genau. Hm? Natürlich machen wir es nicht so. Ich finde, es ist echt, ist nice to have, aber als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, okay, das ist jetzt so ein bisschen sehr einfach.
also es hat dann so irgendwie so, ja, wie du schon sagst, irgendwie an so Apps erinnert, wie vorhin auch genannt wurde. Ist tatsächlich auch so ein bisschen darauf entstanden, dass das Feedback einfach kam. Mhm. Es ist aber in der Tat, den Einstieg. Es ist in der Tat wirklich manchmal praktisch. Es ist zum Beispiel, also bei ihm ist es jetzt nicht so der Fall, aber in der Regel ist es so, dass Menschen nie gleich große Augen haben. Nee. Also eins ist immer kleiner. Bei ihm ist es echt krasserweise nicht so, aber dafür ist es dann halt super praktisch, ne, weil man dann einfach mal eben schnell das andere Auge anpassen kann. Mhm. Aber kommt bei mir wirklich sehr, sehr selten zum Einsatz. Ja, es ist aber wahnsinnig spannend, auch wie gut die Gesichtserkennung mittlerweile funktioniert von diesem Tool. Ja. Ne? Also es kam, glaube ich, vor 2 Jahren wurde es implementiert. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann es genau reinkam. Aber am Anfang war es... Ein paar Tage her, ja. Ja, also auf jeden Fall, am Anfang war es noch ein bisschen, okay, man musste halt eher wirklich das Gesicht erstmal erkennen. Mittlerweile ist es so drin, dass es fast immer das Gesicht erkennt und wirklich mit den Reglern da echt viel machen kannst. So, bei einem Männerporträt verflüssigen, warum eigentlich, würde man sich jetzt denken, ich mache da eigentlich auch nie wirklich viel. Also das Verflüssigen von Porträts ist auch eine ganz gefährliche Geschichte eigentlich, weil ich finde ein Gesicht ist sehr empfindlich. Also sobald du halt irgendwie an den Augen rumspielst oder an der Nase und sie einen Ticken kleiner ist oder einen Ticken größer ist, dann ist es halt auch nicht mehr die gleiche Person. Mhm. Gerade bei Charakterporträts ist es mir sehr wichtig, dass die Person sich auch noch selber wiedererkennt. Weil es nützt ja nichts, dass er sagt, boah, geiles Foto, aber das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Anders ist es natürlich, wenn es jetzt eine Kampagne ist für eine Firma, wo das Model einfach nur seinen Job macht. Mhm. Das ist natürlich was anderes, aber gerade bei Charakterporträts, wo halt die Person ja irgendwie auch noch ein bisschen intensiv dargestellt werden soll, ist mir das persönlich wichtig, dass man da halt nur optimiert und nicht verändert. Weil, ja, du weißt ja, wie das ist, vor einer Kamera ist man ja automatisch irgendwie mal so ein bisschen dicker. Mhm. Ne? Ich sehe auch, normalerweise bin ich ja so skinny, aber heute sehe ich auch aus, als hätte ich 20 Kilo zugenommen. Quatsch. 30? 25. Du warst früher auch mal, naja, auf jeden Fall. Das gehört auf jeden dir. Fall. Mobbing am Arbeitsplatz. Mobbing Freunde. Am Arbeitsplatz. Meshki-Mobbing 2.0. Meshking. Meshking, genau. Genau. Deswegen, ich würde gar nicht so viel machen. Und es gibt, prima gibt es eigentlich, in dem verflüssigen Werkzeug gibt es eigentlich, das hatte ich gestern auch geschrieben, nach links ist King. Mhm. Damit arbeite ich am meisten. Ich habe halt am Anfang auch den Finger benutzt. Wie sich das anhört. eindeutig, zweideutig würde ich sagen. So, und da kannst du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, du willst jetzt hier irgendwie diese Kante hier. Okay, wir wollen es natürlich nicht, aber du willst diese Kante irgendwie gerade haben, dann. Achso, falscher Stift. Guck dir das mal an. Ich dachte, wenn das jetzt auch nicht... Ich habe mich schon gefragt, wann merkt er es, dass er den falschen Stift hat? Also, da gehst du, also nehmen wir mal ein bisschen Druck hier raus und dann würdest du jetzt einfach hier so, ne, schieben, hin und her. Und erstaunlicherweise ist es mir auch sehr gut gelungen, wenn du das jetzt aber an einer feineren Stelle machst, irgendwie, okay, die hat aber auch einfach ein gerades Gesicht. Es ist, das Risiko besteht einfach, dass du nie wirklich eine gerade Linie bekommst so und halt so Wellen bekommst. Mhm. Und mit dem nach links verschieben Werkzeug kannst du einfach doch ein bisschen sehr groß. Frank sagt auch, er fängt gerade erst mit Porträtfotografie an und hat Blut geleckt. Dank den Videos von Robert habe ich überhaupt Deutschen Burn gerafft. Ha. Sehr cool. Ne? Das funktioniert auch alles schon. Kontonummer kommt gleich. Genau. Jetzt Patreon, PayPal, was auch immer, könnt ihr spenden. Ja, das Coole, also das nach links verschieben Werkzeug funktioniert halt so, wie es sich auch anhört. Ich habe es auch am Anfang gar nicht kapiert, aber du gehst halt quasi von unten nach oben. Alles, was links von dem Kreis ist, wird quasi nach links verschoben. Ja. Und dadurch, dass du halt hier dann so ein Gefühl dafür bekommst, ist es halt, also dadurch, dass du ein Gefühl dafür bekommst. Also man bekommt irgendwann ein Gefühl dafür und dann kann man wirklich sehr präzise arbeiten. Ja, am Anfang ist es so ein bisschen... Genau. Und andersrum ist natürlich, wenn du nach unten gehst, also von oben nach unten, musst du dir halt vorstellen, ist der Kreis natürlich andersrum, die Richtung ist andersrum. Genau. Und dann kannst du halt so arbeiten. Wollen wir jetzt aber nicht. Aber die meisten fangen tatsächlich mit dem normalen Wischwerkzeug an, ne, weil sie gar nicht wissen, was für Möglichkeiten man eigentlich hat. Mhm. Ne? Es gibt ja auch so viele, auch alleine diese Aufbläh- und ineinander implodieren-Funktion quasi. Ja. Die Aufbläh-Funktion kenne ich auch so, die ein oder andere Dame, die sie gerne nutzt, ne, für bestimmte Körperteile, damit sie ein bisschen... Michaela? Ne. Keine Ahnung. Kein Kommentar. Es werden keine Namen genannt. Genau, aber es gibt auf jeden Fall nützliche Funktionen, um Dinge so zu bearbeiten,
wie sie sein sollen, ohne tatsächlich großen Verlust zu machen. Ne? War auch so das Ding, da habe ich ja auch vorgestern das erzählt. Ne? Bei Dom hat er das ja auch gezeigt. Dom Quixote, wo es um den Vergleich ging, verwischen versus nach links schieben wird. So. Mhm. Ja? Und du hast ja auch gemeint, hast sogar im Chat noch geschrieben, weißt du noch, ne, dass das auch so dein ja, Tool ist. Safe. Ja, weil es zum Angleichen echt top ja, ist. Vor allem also auch gerade wenn man Linien hat. Ne? Ja. Also gestern war ja der Fall, dass es auch wirklich irgendwie ein, ich weiß gar nicht, es war eine, ach ja, das war eine Kante, wo dahinter Schrift, irgendwie eine Schrift war, glaube ja, ich. Das einfach gerade zu biegen damit ist super. Wenn du es halt mit dem normalen Wisch machst, dann musst du mit tick, 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 tick. Ja. Und dadurch, dass du halt immer das wieder rein alles mit schiebst, ist halt die Chance, dass du das irgendwie krumm und schief wird, halt sehr groß. Ja. Und das Ding ist natürlich auch mit dem Verwischen, dass du halt auch Pixel ziehst. Ne? Du ziehst und zerrst Pixel. Das heißt, je öfter du das machst an einer bestimmten Stelle, desto schlechter wird die Qualität dort. Genau. Ja. So, mal kurz weiter hier. Ich habe genau, eben mal kurz ein bisschen geschoben, aber wie ihr seht, sorge ich eigentlich nur dafür, dass das Gesicht symmetrischer wird. Also ich habe jetzt nicht die Nase kleiner gemacht, ich habe sie leicht begradigt und das Kinn unten ein bisschen runtergezogen, einfach damit es halt unten eine schönere Form nimmt, aber es ist halt immer noch derselbe Mensch. Ja. Also, das ist mir halt sehr wichtig. Was ich jetzt hier noch machen würde, ist zum Beispiel jetzt an den Haaren. Also die Nasenflügel würdest du zum Beispiel jetzt gar nicht anfassen? Nee, ich glaube, weil also wenn ich die ein bisschen schmaler machen würde bei ihm, sähe es vielleicht irgendwie ästhetischer aus, aber es wäre dann nicht mehr er. Gerade Nase ist so, ich weiß nicht, ob du irgendwie im Bekanntenkreis jemanden hast, der sich mal die Nase hat operieren lassen. Ist ein ganz anderer Mensch aussehen. Nicht mehr die gleiche Person danach. Klar, ja, weil die Nase ist das Zentrum des Gesichts und du achtest halt, gerade wenn jemand markante Nasen hat, ich kenne es ja auch hier. Ne? Ganz genau. Da achtet man halt erstmal auf die Nase. Es gibt doch nicht umsonst so viele Nasensprüche, ne? An der Nase. Ja. Auf jeden Fall, was könnten wir noch machen? Genau, ich würde hier oben die Haare noch ein bisschen angleichen. Also das ist ja, halt so ein bisschen struwwelpeterlich, hier insgesamt runder wird. Guck mal hier. Mhm. Also mir geht es im Endeffekt bei so einem Bild auch einfach nur um Symmetrie. Ne? So, kann man ein bisschen hochgehen. Das menschliche Auge liebt Symmetrie. Richtig, das ist halt auch eigentlich der Schlüssel, ne? Die, was macht ein schönes Gesicht aus? Symmetrie. Ja, du kannst, ne, egal ob blaue Augen, blonde Haare, schwarze Haare oder was weiß ich, es ist einfach die Symmetrie, die da halt einfach eine große Rolle spielt. Deswegen gibt es auch den Begriff sich schön saufen. Leute, schön saufen, weil nämlich das Gehirn, wenn man trinkt, einfach automatisch nicht mehr die Ungereimtheiten erkennen kann. Also das heißt automatisch, aber je mehr man trinkt, desto schwieriger fällt es dem Gehirn, diese Unsymmetrien zu erkennen, er gleicht einfach das Gesicht an, zum Beispiel. Ach, und so läuft das. Ja, und deswegen wirken Menschen hübscher, wenn man mehr getrunken hat. Weil es symmetrischer wirkt, das Gesicht. Okay, so die Erklärung dafür hatte ich auch nicht. Was schließen wir denn daraus? Mehr trinken. Immer so einen kleinen Flachmann in der Brust haben. Schön. Nein, natürlich nicht. Ich wollte jetzt hier ist keinen aber haben. Aber das ist Wasser, ne? Ja, ja. Das ist Wasser. Könnte auch Doppelkorn sein, man weiß es nicht. Ja, so, hier ein bisschen vorher, nachher. Also vorher, nachher. Wie ihr seht, hat sich nicht so viel verändert. Das Ganze nenne ich jetzt einfach mal VF für verflüssigt. Einfach nur, es ist sehr wichtig, auch wenn man mit wenigen Ebenen arbeitet, also für mich ist es sehr wichtig, dass man die immer so ein bisschen benennt, markiert, damit man nachher ein bisschen flüssiger arbeiten kann und vor allem, wenn man irgendwie in 2 Wochen nochmal an das Bild ran muss, aus irgendeinem Grund, dann musst du erstmal jede gucken, na, was macht die Ebene, was macht die Ebene, was macht die Ebene. Deswegen, also benennt die Ebenen, markiert sie farblich, also nutzt die Tools, um das Ganze auf, also ordentlich zu halten und sauber zu halten, weil sonst macht ihr euch irgendwie doppelt arbeitend. Das ist halt wie ein aufgeräumter Schreibtisch. Funktioniert ja, einfach besser. Im nächsten Step würde ich jetzt erstmal grob einfach das Ausbessern-Werkzeug nehmen. Da hatten wir auch gestern das Thema, warum nimmst du nicht den Reparaturpinsel? Mhm. Ich nehme das Ausbessern-Werkzeug, weil ich mir halt hier erstmal direkt sofort die Größe aussuchen kann, was ich da verbessern will, ohne dass ich jetzt die Pinselgröße verändern muss. Mhm. Und ich kann mir auch direkt in einem Move die Quelle aussuchen und das überlasse das halt nicht der KI. Auch wenn sie es wirklich gut hinbekommen mittlerweile, aber es gibt gerade an so Stellen wie, das ist, wenn man sich hier irgendwie nicht so das alles so eingestellt hat, gerade an so an Kanten und so funktioniert das halt nicht so gut. Und deswegen bin ich so ein Typ, ich mache das halt lieber,
Ich mach's selber. Ich mach's manuell von der Hand. So, tschüss. Genau. Das war manchmal. Dr. Jekyll Hyde sagt auch, Alkohol ist flüssiges Photoshop. Wie heißt er? Dr. Jekyll Hyde. Was für ein Zufall. Ja, gell? Gibt's nicht so viele von denen. Du bist jetzt extra nur deswegen in den Kommentar hier reingekommen und hast dich so benannt? Glaube nicht. Nee, ist einer unserer Stammzuschauerinnen. Am besten noch Absinth. Ach, sag mal, was ich vorhin schon fragen wollte. Warum habe ich eigentlich nicht so einen blauen Haken bei euch, wenn ich schreibe? Tja, bist noch nicht so fame. Boah. Kommt noch. Mit wem muss ich denn da schlafen? Tja. Oder wen muss ich umbringen? Ja, hier, die beiden, die da sitzen. Habt ihr blaue Haken? Ah, das sind die, Glück. Das sind ein bisschen andere Haken. Die sind nicht bei Instagram, sondern das sind die Haken für die Moderation. Ach so. Ach so. Genau. Ich kam mir irgendwie so unwichtig vor in dem Moment. Entschuldige. Ich war auch ein bisschen geknickt. Ich hatte auch so. Robert. Kennst du das, wenn du so. Du kriegst einen roten Haken. Kann ich mir die Farbe aussuchen? Genau. Ich hätte gern beige Metallic. Regenbogen kriegst du. So, das ist jetzt aber auch eine Sache, die kann natürlich also hier ausbessern, ne? Das kann Stunden, Tage dauern. Mhm. Deswegen mache ich so ein bisschen quick and dirty. Also wir nehmen nur die groben Sachen. Und da ist es auch so, dass ich bin zum Beispiel jemand, also ich versuche eigentlich Makel wegzunehmen. Mhm. So, es gibt natürlich auch Menschen. Ja, genau. Oh, genau. Und es gibt natürlich aber auch Leute, die halt so Muttermale oder Narben komplett wegmachen. Mache ich in der Regel nicht. Wenn, es sei denn, es sind jetzt zum Beispiel so viele Muttermale, dass es halt irgendwie das Bild an sich irgendwie ein bisschen stören würde, dann würde ich versuchen, die abzumildern. Ich würde sie nicht komplett rausnehmen, weil das auch einfach zu meiner Meinung nach auch zu der Person gehört. Ich hoffe, dass sie halt so ein bisschen mehr an die Haut angepasst sind. Ja. Und auch bei Narben und so. Ich finde, das gehört einfach dazu. Es sei denn, es ist natürlich jetzt irgendwie eine Beauty-Kampagne und da soll halt keine Narbe sein. Dann natürlich nicht, ne? Aber ansonsten. Ja, es ist halt immer auch die Frage, ob die Person sozusagen sich damit wohlfühlt oder nicht. Es gibt ja auch viele Leute, die es einfach wollen, die sagen, ich hätte gern das und das, weil es stört mich. Ne? Genau. Es ist dann natürlich wieder nicht die gleiche Person, aber hey. Ne? Ja, von sowas rate ich halt immer ab. Auch, weil ich kann das natürlich verstehen, aber das Problem ist einfach, das ist aber auch generell, das ist ein komplett eigenes Thema für sich, das ist auch diese absolute Instagram-Problematik eigentlich. Ja. Wenn Leute ständig total krass bearbeitete, retuschierte Bilder von sich sehen, das speichern sie halt im Kopf ab. Und das nächste Mal, wenn sie ja vorm Spiegel stehen, kann es ruhig normal gehen, kann man nennen. Alles gut. Ich bin ja eben hier auch rein raus. Vielleicht hier Ninja-mäßig so der Elefant. Das Problem ist, dass sie halt einfach ihr Aussehen dann so abspeichern, irgendwie im Unterbewusstsein. Und jedes Mal, wenn sie sich dann im Spiegel sehen, denken sie so, boah, sie scheiße aus. Und dann geht's halt los mit den OPs und dies, das. Und ganz gefährliches eigenes. Man macht sich selbst praktisch, wie sagt man das? Man setzt sich selber unter Druck halt damit auch. Ja, ne? Du schaffst dir ein künstliches Bild von dir selbst, ganz was du ja gar nicht bist. Ganz genau. Ja, Christine hat nochmal gefragt, wie das mit dem von oben nach unten Tool geht. Das ist das nach links schieben Werkzeug. Da gehst du oben in der Leiste auf Filter, dann auf Verflüssigen. Und dann auf der linken Leiste gibt es so ein Tool, das dann praktisch so zwei Signos hat von Pokémon. Ne? Genau. Diese Säulen aus Pixeln und dann so ein Pfeil nach links. Da drückst du drauf. Und wenn du dann quasi den Pinsel für dich eingestellt hast, kannst du eben zum Beispiel an Kanten entlang gehen oder an Formen. Und wenn du von unten nach oben gehst quasi, zieht der alles nach links. Ich hoffe, das ist die richtige Richtung. Hier, so, bei euch wäre es jetzt hier, links. Bei mir ist es jetzt rechts. Und wenn du praktisch von oben nach unten gehst, dann geht er in die andere Richtung, nach rechts. Am besten, also um so ein Gefühl dafür zu entwickeln, am besten einfach mal ausprobieren und hier den Druck richtig hochpacken. Mhm. Dann siehst du einfach, wie es funktioniert. Ja. Sieht auch schön aus. Ne? Ja. Also wenn du von oben nach unten gehst, geht alles nach da, nach rechts quasi. Und später aber, wenn man es wirklich benutzt, dann halt wirklich ganz wenig Druck nehmen. Ne? Also ich bin immer bei 6 bis 8. Also dass wir immer in kleinen Schritten arbeiten und nicht mit der Axt irgendwie immer rein. So als kleiner Pro-Tipp. Sollen wir die Haut jetzt noch ein bisschen, normalerweise würde ich wahrscheinlich noch ein paar Sachen mehr ausbessern, aber... Ich denke mal, für die Schritte reicht es ja, dass man einfach sieht, was es ist. Ist jetzt auch kein Hexenwerk halt. Ne? Nee, klar. Im nächsten Step würde ich, ob man es glaubt oder nicht, ich würde euch gerne mal ein bisschen Frequenzkanaltrennung zeigen. Was? Aber nicht wie man sie macht, also wie man sie einstellt, weil ehrlich gesagt es gibt im Netz überall Tutorials darüber, es gibt auch fertige Aktionen und ich zeige euch nur, also
ich erkläre nur grob, was es macht und wie man am besten im Nachhinein damit umgeht. Frequenzkanaltrennung bedeutet im Endeffekt nur, dass man die Struktur, also sprich die Haut, die Poren etc. und die Formen und Falten von den Farben trennt und halt getrennt voneinander bearbeitet. Und ich habe hierfür eine Aktion von so einem, ach, das ist so ein Hobby-Amateur-Fotograf, wie heißt der nochmal? Er kann echt gar nichts. Can Döner. Nee, hier Don. Ach so, Don, irgendwer. Don Flamingo, da. Ja. Don Flugschott. nein, schönen Gruß an dieser Stelle. Ich hatte auch vor ein paar Jahren hatte ich mir die mal bei ihm irgendwie von der Seite geladen und die kann ich nur empfehlen. Also das, was die Frequenzkanaltrennung halt, also was du damit machen musst, wird halt mit dieser Aktion ratzfatz über die Bühne gebracht und ich glaube, die gibt es wahrscheinlich auch auf fxray.com noch zum Runterladen und ja, Dom, PayPal-Adresse hast du. ja, aber heute kriegst du viel Geld auf jeden Fall. Ja, irgendwie muss man ja seinen Hack kriegen. Ja, auf jeden Fall. Ja. also was das Ganze macht, wie gesagt, es trennt halt die, warte mal, habe ich überhaupt die richtige genommen? Moment, bevor ich dir Blödsinn erzähle. Das war die falsche. Das Handy vom Dom. Das. Ich hatte mir eben alles so schön eingestellt. Genau. Musst du mal komplett gucken, ne? So. Und genau, und da kann ich mir halt einstellen, wie weich die untere Ebene ist und wie viel getrennt oder ab welchem Punkt getrennt wird. Und dafür muss man eigentlich so ein bisschen ein Gefühl entwickeln, weil es gibt keine Richtwerte. Das hat maßgeblich damit zu tun, was für eine Auflösung hat das Bild und wie nah ist man am Objekt dran. Ja, also bei der Aktion ist es jetzt so, ich muss sie mal, glaube ich, mal kurz resetten, weil wir die unterbrochen haben, genau. So. Dass ich jetzt hier bestimmen kann, jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht, Moment. Gleich haben wir es. Wichtig ist genau, dass man hier auf 100% arbeitet. Und jetzt gehe ich hier wieder in den Schaltflächenmodus. Also wie gesagt, zur Frequenzkanaltrennung, es gibt 1000 Tutorials auf YouTube und alle sind irgendwo gleich. Ne? Also das jetzt zu erklären, dafür bräuchte man wahrscheinlich eine Stunde. Und man muss es eigentlich gar nicht wissen, wie es geht. So, Hauptsache man hat halt irgendwie eine Aktion, so wie ich. Ich bin auch faul, gebe ich zu. So, und hier kann ich jetzt bestimmen, inwieweit ich die Farbe quasi von der Struktur trenne. Umso weniger Weichzeichen ich nehme, umso weniger Struktur wird es nachher geben. Das heißt, all das, was ihr jetzt erkennt, weil hier ist ja auch ein bisschen Struktur, können wir nachher komplett weichzeichnen, ohne die komplette Struktur zu zerstören. Mhm. Ich weiß nicht, ob das die einfachste Erklärung war, aber es ist auch einfach nicht so einfach zu erklären. Deswegen heißt ja Frequenztrennung. Du guckst halt natürlich, welche Bereiche willst du raus haben. Und zwar jetzt in dem Fall die groben. Ganz genau. Die groben Schnitze sollen raus und die Feinheiten sollen aber bleiben. Ganz genau. Und das ist, wie gesagt, hat viel mit man muss es versuchen, man muss es probieren, man muss sich da ein bisschen bewegen und verschiedene Sachen ausprobieren, damit man einfach ein Gefühl dafür entwickelt. Das nützt wirklich nichts, wenn ihr jetzt genau für euer Bild die Werte nehmt, die ich jetzt benutze, weil es hat mit so vielen Faktoren zu tun. Deswegen ausprobieren, Gefühl dafür entwickeln. Ich probiere es jetzt mal mit 8 Pixeln und werde euch kurz zeigen, was passiert ist. Also wenn ich das jetzt nochmal ausblende, seht ihr eigentlich keinen Unterschied. Also die Frequenzkanaltrennung ist in einer eigenen Gruppe zusammengefügt. Mhm. Und wir haben einmal die hohe Frequenz, also sprich die feinen Strukturen, und die tiefe Frequenz, die Low-Frequenz, das sind halt quasi nur die Farbtöne. Und alles, was ich jetzt auf der High-Frequenz-Ebene verändere, ändert halt nur die Struktur und hier haben wir halt nur die Farben. Und wie ihr sehen könnt, wirkt das halt sehr unscharf, aber ich glaube, vielleicht müssen wir gleich ein paar andere Werte versuchen, aber wir gucken jetzt erstmal. Ich gehe jetzt auf die Low-Frequenz und will jetzt erstmal anfangen, dass ich halt diese Augenringe hier ein bisschen loswerde. So, dann nimmt man einfach das Lasso, nimmt eine weiche Kante, ich würde hier so 12 Pixel empfehlen, und macht halt eine grobe... so eine grobe Auswahl. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja. Ich habe mir jetzt... Also, maßgeblich arbeitet man da mit 2 Filtern auf der tiefen Frequenz, einmal mit dem Gaußschen Weichzeichner. Ich habe mir den auf Command B gelegt
Und wenn ich den jetzt, ja, das ist ein bisschen übertrieben, ich den jetzt ein bisschen runterziehe, dann sieht man, ich muss mal kurz das verändern, dann sieht man den Effekt, ohne dass man jetzt große, also die Poren, die Falten sind immer noch da, aber dieser dunkle Schatten verschwindet halt. You see? Und es sieht trotzdem nicht weich gematscht aus halt, ne? Mhm. Es gibt auch noch eine zweite Option und die ist in meiner Meinung nach in solchen Fällen die bessere. Also ich würde jetzt hier nochmal die Auswahl nehmen. Moment. Okay, oder so. Machen Sie einfach neu. Mhm. Und zwar ist das die Bewegungsunschärfe. Und die habe ich auf Command-Option-B. Und da kann ich halt kann ich ein bisschen sagen, wohin weich gezeichnet wird. Das hat den Vorteil, dass ich das Ganze dem Verlauf des Gesichts halt besser anpassen kann. Ja, die Hautstrukturen quasi. Genau, die Formen halt. Ne? Weil wenn du alles mit dem ganz normalen, mit dem Gaußschen Weichzeichner machen würdest, das hätte dann irgendwann das Resultat, das ist einfach ein weiches Hautbild und die Struktur ist noch da, aber irgendwie wirkt das Gesicht platt. Weil du auch die Schatten und die Lichter natürlich damit auch zerstörst. Und hier würde ich jetzt einfach, da der Verlauf ja von oben rechts nach unten links ist, jetzt aus meiner Sicht, würde ich auch genauso die Einstellung hier vornehmen. Sehen kann. Wie gesagt, ich würde es auch gar nicht zu krass machen. Wichtig ist immer, oder gut ist immer, wenn man sich die diese Auswahl, die Markierung halt entfernt. Also es geht in meinem Fall hier mit Command H. Mhm. Oder Steuerung H wahrscheinlich am PC. Und dann wirklich auch weniger ist mehr, ne? Also nicht einfach. Ja, doch. So finde ich schon ganz nice. Das gleiche machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Es ist jetzt auch jetzt schon. Ups. Jetzt auf jeden Fall schon deutlich gleicher auf beiden Seiten, wie man sehen kann. Deswegen müssen wir auch gucken, dass wir jetzt auf der anderen Seite natürlich nicht so krass weichzeichnen, sonst haben wir das Verhältnis wieder so wie vorher. Mhm. Haben wir echt schon Gas geben hier. Easy. Wir machen einfach bis nee, ich muss meinen Flieger noch kriegen. Und wann fliegst du? 18 Uhr. Ich glaube 18 Uhr geht der Flieger. Wir können ja bis um Viertel nachmachen. Vielleicht. Ja. 15 Minuten mehr. Ja. Ja, von mir aus sehr gerne. Ruf, es geht, oder? Wenn der Stream bricht nicht ab. Wenn wir jetzt bei dem letzten Stream jetzt länger machen würden, geht der nicht automatisch aus. Auf Bierens doch? Ja. Ah, blöd. Okay, dann müssen wir uns echt beeilen. Dann müssen wir uns beeilen. Weiter geht's in der Story auf Instagram. Genau. Nein, Spaß. Ich zeige euch dann, wie es weitergeht. Okay, dann mache ich das jetzt hier natürlich auch nur ein bisschen quick and dirty. So werden wir natürlich nicht zu einem komplett geilen Ergebnis kommen. Boah, das hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht, dass die Zeit so schnell flöten geht. Also wie gesagt, wir sind die ganze Zeit auf der Farbebene. Mhm. Und hier sieht man zum Beispiel, hier würde ich jetzt zum Beispiel nicht die Bewegungsunschärfe nehmen, weil es auch die dunklen Bereiche, also man hat dann in der Haut so eine Streifenbildung, ne? Vielleicht kann man es so ein bisschen besser erkennen. Es wird ein bisschen mehr angeglichen. Wenn man hat irgendwie, dann werden halt diese groben Poren werden halt so Ready-Streifen quasi. Und wenn man höher geht, dann hat man natürlich einfach so eine flache, also jetzt kann man es ganz gut sehen. Und es ist hier so. Ja. Streife ich. Deswegen würde ich hier zum Beispiel den Gaußschen Weichzeichner nehmen. So, das ist nämlich ein bisschen angenehmer und passt hier halt besser. Und das gleiche machen wir natürlich jetzt auf der anderen Seite auch. Ich arbeite auch immer so links, rechts, links, rechts, links, rechts. Also ich arbeite mich immer, ich versuche symmetrisch zu arbeiten. Hier auch nicht. Das nehmen wir jetzt einfach so. Upsi. Das gleiche machen wir hier an der Nase. Einfach um. Die Nase verläuft natürlich komplett von oben nach unten. Also 90 Grad. Und auch nur minimal, weil wir einfach nur diese Flecken ein bisschen abmildern wollen. Wie gesagt, es soll ja keine Beauty-Retusche sein. Ne? Es soll nicht nachher aussehen wie 12. Ja, soll er immer noch sein markantes Gesicht behalten. Genau.
Und man kann auch, das Schöne ist, also gerade an dieser Art und Weise zu retuschieren, ist, man kann halt auch, wenn man jetzt irgendwann merkt, okay, ich habe ein bisschen übertrieben oder es ist ein bisschen zu viel, kann man es ganz einfach wieder reduzieren im Nachhinein. Das zeige ich euch gleich. Gehen wir auch mal so ein bisschen, nur ganz soft, ganz wenig. So, das Gleiche würde ich jetzt natürlich auch am Körper machen, aber wir bleiben einfach mal beim Gesicht. So, und jetzt kann man halt, wenn man zum Beispiel, wenn man sagt, okay, das ist dann doch ein bisschen zu weich geworden, kann man halt die Ebene, auf der wir gerade eben das mit dem Gauschen Weichzeichner gearbeitet haben, einfach so ein bisschen in der Deckkraft absenken. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Struktur. Aber eigentlich hat das ganz gut gepasst. So, im nächsten Step, was man noch machen könnte, achso, genau, wir können natürlich auch auf der High-Frequency-Ebene arbeiten, also auf der hohen Frequenz, wo die ganzen Feinstrukturen sind. Hier kann man es nochmal ganz gut sehen, um jetzt zum Beispiel hier diese Fältchen ein bisschen abzumildern. Und da würde ich in der Tat einfach mit dem Kopierstempel arbeiten. Mhm. Hier die Deckkraft auf 100 lassen, aber den Fluss auf 1 oder 2. Und dann wirklich immer so ganz peu à peu à peu. Weißt du, was der Unterschied zwischen Deckkraft und Fluss ist? Oh ja, ich wusste es mal. Ich vergesse es immer. Ich kann es jetzt nicht mehr sagen. Also ich auch nicht. Echt nicht? Doch, klar. Also, ich kann sagen. Also Deckkraft bestimmt halt quasi einfach nur die, wobei ich weiß es, aber ich kann es nicht so gut erklären. Okay. Deckkraft bestimmt einfach die Deckkraft des Pinsels. Also mit jedem Strich, den du drüber gehst, hast du immer 10% Farbe, wenn er auf 10% steht. Achso, das eine war okay, jetzt genau. Weiß ich wieder. Also es ist quasi immer, es ist so ein Top. Und bei Fluss ist, da fließt quasi. Also sprich, du wenn du mit dem Stift auf der Oberfläche bist und malst, je öfter du drüber malst, ohne dass du den Stift abhebst, wird es halt immer weiter miteinander multipliziert. Und das finde ich, ist gerade bei solchen Sachen, gibt es einem so ein bisschen mehr Feingefühl und mehr Möglichkeiten, da ein bisschen präziser und ich wollte gerade sagen, gefühlvoller zu arbeiten. Ja, hört sich ein bisschen komisch an, ne? Gefühlvoll arbeiten, aber ja, so ungefähr ist es halt. So, ich würde dann jetzt hier zum Beispiel, also wie gesagt, wir sind auf der Ebene. Ganz wichtig ist auch, dass hier oben beim Aufnehmer die aktuelle Ebene eingestellt ist und würde mir dann hier mit der Alt-Taste oder der Option-Taste hier eine hellere Quelle suchen und dann jetzt zum Beispiel hier ein bisschen drüber gehen und man sieht, es ist wirklich total locker. Ich muss mal kurz hier diese Überlagerung ausmachen. Die finde ich nämlich nicht so. Wo waren die nochmal? Dr. Jacqueline Hyde fragt mal eine blöde Frage: Würdest du bei einem Typen die Zweifsch gebrochene und schlecht gerichtete Nase richten? Nochmal die was? Zweifsch. Ich weiß nicht, was Zweifsch heißt, aber Zweifsch. Also eine gebrochene. Zweifach gebrochene. Ach, zweifach, ja. Zweifach gebrochene und schlecht gerichtete Nase richten. Hab hier gerade eine Diskussion mit jemandem. Was heißt denn, du hast die Diskussion mit jemand? Hast die Diskussion mit ihm? Dann gibt's keine Diskussion eigentlich. Also wenn er das so, ich richte mich da immer eigentlich nach. Also wenn es eine komplett freie Sache ist, dann richte ich mich nur nach mir. Wenn mich jemand bucht, dann richte ich mich nach der Person. Und wenn das im Rahmen einer Produktion ist, dann bestimmt das im Endeffekt der Auftraggeber. Ne? Also es kommt drauf an. Ich würde versuchen, die Person so zu verändern, dass man sie halt nicht erkennt. Ne? Also leichtes Optimieren, okay, aber es kommt auch echt immer drauf an. Hans hat auch noch gefragt, ob der Camera Raw Dialog in Photoshop und Lightroom gleich ist. Ja. Kurz und knapp, yes. Yes. Und ist auch Zucker. Ich liebe Camera Raw. So, wie ihr seht, auch hier mache ich nur so ganz, ganz, ganz peu à peu. Das ist einfach nur eine Sache vom Workflow. Genau. Ja. Ich habe eben klammheimlich die Deckkraft, den Fluss ein bisschen erhöht, damit es ein bisschen schneller geht. Ganz heimlich. Ganz heimlich. Und auch hier wieder kurz vorher nach. Also es ist. Das ist Wahnsinn, ne? Wie viel sowas ausmacht. Ja. Also ich kann auch nur jedem den Tipp geben, nicht zu viel zu wollen.
Ne? Immer ganz langsam sich rantasten. Das kommt einem zwar müßig vor und nervig und es dauert alles so lange, aber umso öfter ihr euch langsam an etwas ranarbeitet, umso mehr Gefühl bekommt ihr dafür und umso schneller seid ihr nachher. Weil es bringt einem auch nichts, wenn man alles irgendwie hier mit dem Vorschlaghammer bam, 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 schnell, schnell gemacht hat und dann nach einer Stunde merkt man, okay, es ist zu krass. Ja. So, dann lieber anderthalb Stunden retuschieren oder zwei Stunden retuschieren oder, was rede ich, 20 Stunden retuschieren, auch alles schon gehabt. Und dann hat man halt auch ein Ergebnis, mit dem man zufrieden ist. Würdest du die Tränensäcke auch aufhellen? Also in dem Sinne, dass du sagst, okay, ich gleiche die auch an die Haut an von der Farbe? Ja, das kommen wir gleich. Also ich würde sie auch Teil davon. Ja, ich würde sie halt hier in dem Fall, weil es auch meiner Meinung nach gut zu dem Porträt passt, also auch zu dem Charakterporträt, würde ich sie einfach nicht. Guck mal, ich habe sie, also es sind jetzt ein Vorher und Nachher. Ich lasse sie ja nicht komplett verschwinden. Klar könnte ich das machen, aber am Ende des Tages ist halt, wie ich eben gesagt habe, wenn er nachher irgendwie dann einfach 20 Jahre jünger aussieht. Ja klar, ist ja die Frage, deswegen meine ich irgendwie Kacke halt, ne? Also in dem Fall nicht. Also wenn es jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt eine Beauty-Retusche mit irgendeiner Dame wäre, dann eher, weil, ne? Geziemt sich so. Ja, weil es halt irgendwie da vielleicht ein bisschen ästhetischer wirkt oder so, aber da würde ich es halt so machen. Also um jetzt hier nochmal die Tränensäcke oder die Ringe hier aufzuhellen, man könnte jetzt zum Beispiel auch auf der, einfach jetzt hier auf der Low-Frequenz-Ebene, also da drüber einfach eine neue Ebene machen, einfach den Pinsel nehmen, also ich zeige jetzt mal quick and dirty, auch hier auf Fluss 1, ganz wichtig, auch weiche Kante, und dann nimmt man einfach einen Farbton auf mit der Options-Taste, dann kommt der Farbpicker, jetzt zum Beispiel hier das Pickel. Dann blende ich die aber wieder ein, die High Frequency. Ich bleibe aber hier auf der Ebene. Und lieber Gott, ich hoffe, das passt. Geht nämlich nicht immer, doch geht meistens. Aber man könnte sich zum Beispiel jetzt hier einfach durch das Pinseln in diesem Hautton könnte man es auch noch mal ein bisschen aufhellen. Also du softest es wirklich nur ab, damit es trotzdem noch da ist und man sieht. Man sieht schon. Ja. Ist halt die Frage, ob man das im Stream so gut erkennt wegen der Übertragung. Es hat immer so kleine Latenz, ne? Also nicht. Ja, ich meine jetzt von der. Ich denke schon. Wir streamen ja nicht in 120p oder so. 144p. So, wenn man die Ebene jetzt alleine zeigt, seht ihr, das ist halt nicht viel, was ich da gemacht habe. Ne? Also, warte mal, ich kann mal kurz die so zur Demonstration hinpacken. Da, das ist halt das Einzige, was ich da gemacht habe. An der Stelle. So, geil. Ist halt da drüber und es macht schon ein bisschen was aus. Ist jetzt auch nicht perfekt. Wie gesagt, ist ja auch alles ein bisschen auf die Schnelle. Aber funktioniert eigentlich ganz gut. Also gerade für Augenringe sehr zu empfehlen. Was ich zum Beispiel auch sehr gerne mache in meinen Bildern, ist natürlich mit den Augen so ein bisschen spielen. Und das ist ein sehr heikles Thema. Weil man kann da natürlich sehr viel verhunzen. Also ich mache zum Beispiel in solchen Fällen so rote Äderchen. Das wollte ich dich gerade fragen, machst du die raus? Würde ich jetzt bei ihm auch vielleicht ein bisschen abmildern, aber auch gar nicht rausnehmen. Also ich finde es gehört auch zu ihm. Irgendwie schon, ne? Aber ich zeige euch natürlich trotzdem gerne, wie das geht. Also hier arbeite ich jetzt zum Beispiel erstmal im Maskierungsmodus, dass ich mir jetzt erstmal eine Maske male. Oh. Warte. Einfach anstatt eine Auswahl. Nur kurz gucken, dann ist wieder natürlich alles nicht so ganz, wie ich das haben wollte. Kleiner Trick 17, wenn ihr einen Doppelklick auf die Maske macht, dann kommt ihr in die Maskenoption. Und bei mir ist es so, dass ich, hier steht es ja auch, Farbe bedeutet ausgewählter Bereich und nicht maskierter Bereich. Also ich will mir die Maske, die Auswahl will ich mir malen. Und deswegen stelle ich das immer um. Ja, und Rot ist auch nicht so mein Ding. Ich nehme halt eher mehr so das hier und das finde ich unwichtig. Aber auf jeden Fall ein Menü, was man sich auch mal angucken sollte, weil es einfach praktisch ist. So, und mit Q kommt ihr in diesen Maskierungsmodus, falls ihr euch wundert, dass ich nicht dahin klicke. Und mache jetzt halt meine Auswahl. Das Auge, Freunde. Auge. Es ist ausgewählt. Das Auge. Genau, das schwarze Auge. Kennst du noch? Genau, DSA. Ja, Mann.
Krass, gibt's das noch? Gibt's schon noch, aber nicht mehr so wie früher. Mehr. Was heißt denn wie früher? Darf ich fragen, wie alt du bist? 28. Wie früher? Ja, ich hab das bei deinem früher auch gespielt? Ich war halt ein Nerd früher, ja. Ich hab auch Dungeons & Dragons in der Schule gespielt. Und so. Ja. Wir hatten sogar eine Lehrerin, die auch so eine AG damals. Dann kennst du bestimmt auch Magic the Gathering. Ja, klar. Wahnsinn. Ich hatte sogar den schwarzen Lotus. Aber leider nicht First Edition. An der Stelle bin ich raus. Also eine der seltensten Karten, aber es war keine First Edition. Aber die ist, glaube ich, mittlerweile immer noch so 10.000, 20.000 Dollar wert, wenn man die irgendwie hat, die First Edition. Ach so, du hast sie nicht. Ich hatte nicht die erste Edition, ich habe diese Karte gehabt, weil sie auch, das war eine der allerersten. Ich dachte kurz, wir wären Freunde, aber nein. Nee, leider nicht. Hast du was, bist du was, ne? Ja, okay, dann kommst du wieder. So, die Auswahl gemacht, also die Auswahl gemalt und wenn ihr jetzt Q drückt oder beziehungsweise auf das Werkzeug klickt hier unten links, dann habt ihr halt die Auswahl. Und was ich jetzt einfach mache, ist Shift-Command kopiere und Shift-Command-C bedeutet, ihr kopiert nicht nur die aktuelle Ebene, sondern alles, was da drunter ist. Mhm. Und dann gehe ich halt auf Command-V und dann habe ich die Augen quasi nochmal komplett da. Einzelne. Sieht ganz schön spooky aus. Genau. Und die schärfe ich jetzt erstmal so ein bisschen nach. Das dafür nehme ich den Scharfzeichnungsfilter unscharf maskieren. Ich muss ein bisschen überlegen, weil ich habe auch in der Tat dafür eine Aktion. Aber die Aktion nützt euch ja in dem Fall nichts. Und mache auch da wirklich so in ganz kleinen Steps. Ne? Also es ist jetzt nicht, ich weiß gar nicht, ob man es erkennt, hier vorher nachher auf dem Screen. Ich werde es absichtlich mal ein bisschen stärker machen. Aber man sieht schon, es hat halt einfach jetzt mehr Struktur als vorher. Mhm. Und das ist so dein klassisches Markenzeichen, hast du ja gemeint, ne? Also dieser Lichtfleck unten. Quasi. Ja, der Aufheller, ja. Der hat einfach, also erstmal ist es das, also es gibt, glaube ich, kein Foto-Equipment, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis besser ist als dabei. Mhm. Kostet 5 Euro, du kannst alles Mögliche damit machen. Ich arbeite ja viel mit Licht von oben. Und Licht von oben bedeutet immer Schatten unter den Augen. Und damit kannst du das wieder ganz gut auffangen. Plus, du hast halt dieser Reflex in den Augen, macht es halt auch einfach lebendiger. So. Sieht auch cool aus, ne? Und es sieht einfach cool aus. Genau. Ist auch nicht so der klassische Bonus-Feature. Bonus-Feature, genau. Es gibt ja auch ganz viele, oder weiß ich gar nicht mehr, ob es schon längst out ist. Ne? Es gab auch diesen Ring, LED-Ring im Auge. Das finde ich immer ganz cool. Habe ich da nicht irgendwo so ein Ringlicht gesehen gerade? Ja. Ja, könnte man eigentlich kurz demonstrieren. Nein, Spaß. Ja, also das fand ich mal ganz cool. Aber klar, das sieht natürlich auch super cool aus. Ja, wie gesagt, es ist einfach so eine kleine Nuance, die einfach das Ganze nochmal so ein bisschen lebendiger macht. Also wir haben uns jetzt, also das Auge, was wir eben rauskopiert haben, haben wir jetzt ein bisschen geschärft und zwar mit dem unscharf maskieren. Mhm. Kann man natürlich auch mit anderen Methoden machen, aber ich mache es halt damit. Und im nächsten Step dupliziere ich die Ebene jetzt einfach mit Command J oder was es alles gibt und stelle die auf negativ multiplizieren, um das Auge aufzuhellen. Jetzt sieht das Auge viel jünger aus. Richtig. Das lassen wir jetzt auch erstmal so hell, weil es einfach geil aussieht. Dan, dan, dan. Boah, das erinnert mich so an meine allerersten Photoshop-Versuche, sehe ich gerade. Auf jeden Fall, also an meine allerersten Porträt-Retusche-Versuche. So. Und hier würde ich jetzt erstmal damit anfangen, dass das Augenweiß mache ich eigentlich nie heller. Also außer wirklich bei, wenn es irgendwie ganz schlimm aussieht oder bei Beauty-Shots etc. pp. Hier würde ich jetzt einfach mit einer Maske arbeiten, mit einer Innenmaske und das dann mit Schwarz in der Maske halt einfach die hellen Bereiche halt wieder rausnehmen. So. Immer ein bisschen checken, weil jetzt sieht man hier, dass ich hier eine Stelle vergessen habe. Du kannst natürlich auch so machen, aber mach's auch nicht so. Und das gleiche jetzt natürlich auf der anderen Seite. Jetzt sieht man auch den Unterschied, wie hell das Augenweiß wirklich geworden ist. Ne? Also das ist ja. Das ist krass. Katastrophe. Das wollen wir ja nicht. So, und jetzt, da unten haben wir auch noch eine Stelle vergessen. Okay. So, jetzt sieht es natürlich immer noch heftig aus. Man kann jetzt aber einfach, also wenn man jetzt die
die Ebene hat, die das Auge heller gemacht hat, die können wir jetzt einfach in der Deckkraft einfach ein bisschen absenken, sagen wir mal auf 20%. Und das würde auch in meiner Meinung nach auch reichen. Ja, also ich würde es nicht viel heller machen. Es geht einfach nur darum, dass... Das heißt, du würdest aber auch keinen Glow oder so reinbringen. Ne? Du bist dann eher so der natürliche Typ, der sagt, hey, das ist halt das Auge, wenn es jetzt irgendwie glüht, dann ist es nicht mehr... Nee, also in dem Fall nicht. Wenn es jetzt natürlich so ein... Wenn es das kommt natürlich auch auf die Gesamtidee an. Ne? Wenn es irgendwie so ein futuristisches, spaciges Bild werden soll oder... So neonmäßig. In ein Cover passt oder so, dann klar. Dann mache ich auch noch rosa Elefanten in die Pupille. Mhm. Finde ich ganz schön sexy, so ein rosa Elefant in der Pupille. Ja, warum nicht? Klar. So viel zu den Augen. Was ich jetzt noch machen würde im nächsten Step, wäre so ein bisschen die Hauttöne angleichen. Danach hatten auch viele gefragt auf Instagram. Da gibt es auch einen relativ einfachen Trick. Und zwar arbeite ich da mit einfach mit einer Farbfläche. Fertig. Sieht schön aus. Ist alles gleich. Ja, links oben, den Bereich finde ich super cool. Ist ein Fleck oben bisschen. Ja, ist gut. Hier nehme ich jetzt erstmal die Maske, die inventiere ich auf schwarz, sodass wir wieder alles sehen können. Und dann suche ich mir erstmal einen Hautton aus, den ich präferieren würde fürs ganze Bild. Also so machst du das. Den picke ich mir jetzt zum Beispiel hier. Ja, ich mache das so und ich erkläre auch gleich warum. Weil es einfach, also was der Vorteil ist daran. Weil wir auch hier non-destruktiv arbeiten. Mhm. Ich bin jetzt übrigens auf die verflüssigen Ebene gegangen, weil ich mir da gut den Farbton jetzt picken kann, weil Farbe ist ja, an der Farbe haben wir ja bis jetzt nichts gemacht. Ja, nehmen wir jetzt einfach den. Und jetzt mit dem Doppelklick hier rein und nehme genau die Farbe. Kann das natürlich auch direkt hier rüber machen, sehe ich gerade. Okay, wir nehmen jetzt einfach mal ganz blind die Farbe. Stellen diese Ebene dann auf Farbton, gehen hier wieder in die Maske, nehmen einen Pinsel, nehmen einen Weiß, nehmen einen relativ großen Pinsel, nehmen auch hier wieder auch einen relativ kleinen Fluss, ich versuche es mal mit 10, nicht 110. Und das ist auch etwas, was man beim Arbeiten, also beim Tun, beim Machen gar nicht so wirklich wahrnimmt. Ne? Erst wenn man nachher den Vorher-Nachher-Vergleich hat, dann sieht man den Unterschied. Krass. Weil ich mache das immer so oder habe es immer so gemacht bisher, dass ich quasi das Ausgangsbild als neue Ebene genommen habe und dann auch Farbton und dann eben genau den Step, den du gemacht hast. Ah, okay. Mit drüber malen. Aber dann musst du halt natürlich auch immer wieder neue Farbtöne auswählen. Wahrscheinlich ist es deswegen bei dir schneller, ne? Ich erkläre dir auch gleich den maßgeblichen Vorteil des Ganzen. Okay, der Vorteil bei deinem ist jetzt natürlich, bei deiner Variante ist natürlich, dass du auch mit mehreren Farben gleichzeitig arbeiten kannst. Hier hast du natürlich einen Hautton, aber auf der anderen Seite hast du natürlich, wünschst du dir ja nur einen Hautton. Ja, eben, deswegen. Also ich kenne es auch nur so, tatsächlich bisher. Deswegen finde ich das, wie du siehst, ich rede auch gar nicht so viel, sondern ich höre so die Schweizer. Ja, kannst du mal sehen. Ja. Das ist ja wie so der Pavlovsche Hund, der konditioniert mich hier. Wer hat's erfunden? Heute Nacht macht er so schweißgebadet im Bett aus. Wer hat's erfunden? Ricola. Die Schweizer. Ja. Werden wir gesponsert von Ricola eigentlich? Nein. Können wir da nicht was machen? Schnell. Fangen wir mal schnell an. Frank, wie wäre denn dein Kriterium, welche Farbe du wählst zu diesem Hautton? Also wo pickst du? Also primär geht es mir eigentlich gerade nur darum, die Haut überhaupt erstmal auf anzugleichen, auf einen gesamten Farbton zu kriegen, weil wir nachher mit dem Hautton eh noch was ganz anderes machen werden. Wie ihr vielleicht hier gesehen habt, sieht der Kollege ja noch ganz anders aus als auf dem Bild. Komm zu Papi, komm. Komm zum Schweizer. Du magst das Land, ich sehe schon. Ja, du musst lachen, ich war noch nie da. Deswegen träumst du davon. Warum nicht? Ich will's mal Zeit. Bin ich mal durchgefahren? Oder warte mal. Doch, durchgefahren schon, aber es zählt nicht. Na gut. Genau, also ich wähle eigentlich mal den Hautton, der halt am meisten verbreitet ist in dem Bild, sag ich mal. Und es gibt halt Stellen, die haben immer einen anderen Farbton. Vor allem halt die Augenlider sind ja meistens immer eher rötlich. So, dann auch die Wangen, wobei man bei den Wangen so ein bisschen aufpassen muss, weil auch gerade diese Rottöne auf den Wangen natürlich das Ganze so ein bisschen lebendiger macht. Wenn er jetzt natürlich so ein Rotbäckchen ist und das irgendwie nicht passt, dann würde ich das auch ein bisschen runterschrauben, aber
Wir gucken einfach mal, was hier jetzt passiert, was die Schweizer dazu sagen. So, hier kann man auch natürlich. Wie gesagt, mich erinnert ein bisschen an Rufus, aber. Ja, das nächste Mal weiß ich Bescheid, ne? Ja. Dann machen wir mit Live-Shooting und kriegt der Rufus mal ein schönes neues Profilbild. Yeah. Oben ohne. Das machen wir doch. Mit einem Schirmchen so hier. Genau, mit Schirmchen. Das Schirmchen, das sponsor ich dann von Ricola. Jetzt gucken wir mal vorher nachher. Also man kann es wirklich, es ist echt schwer zu sehen, aber. You see? So, das ist eine kleine Rundgeschichte. Ich war gerade noch bei der Latenz hier drin. Zeig nochmal, vorher, nachher. Ne, nachher, vorher. Ja. Nachher. Also, auf jeden Fall voll abgesoft. Ne? Ich muss jetzt im Nachhinein auch sagen, so, ich glaube, ich habe in der Camera Raw Entwicklung so den Hautton ein bisschen verkackt. Er sieht irgendwie so ein bisschen Aprikot aus. Aber kannst du ja alles nacharbeiten. Ja, weiß ich nicht, wie das jetzt geht. Aber es ist in unserem Fall nicht so schlimm, weil ich erkläre euch gleich warum. Wir wollen ja eh, ne? Dahin. Mhm. Was würde ich. Ah, genau. Dodge and Burn. Next Step. Dodge and Burn mache ich eigentlich immer in zwei verschiedenen Steps. Also, beziehungsweise alles in einem Step, aber ich habe zwei verschiedene Bereiche. Ich habe einmal das Dodge and Burn für Makel. Weil klar, man kann natürlich alles wegstempeln und alles auch mit der Frequenzkanaltrennung irgendwie fixen und reparieren. Aber eigentlich ist das beste Tool, um Haut zu retuschieren, nur Dodge and Burn. Also die Profi-Retuscheure, die von morgens bis abends nichts anderes machen, außer Beauty-Motive zu retuschieren, die benutzen eigentlich nur Dodge & Burn. Aber es dauert, es ist so viel kleinen Kram und ich versuche halt immer so einen guten Mittelweg zwischen, ja, mir geht es einfach um Effizienz. Also es soll gut sein, aber es darf natürlich auch nicht unnötig lange dauern. Und da muss man halt immer ein bisschen abwägen. Deswegen mache ich immer eine Mischung aus beidem, also Frequenzkanaltrennung und Dodge and Burn halt. Und langsamer reden. Also Dodge and Burn gibt es auch viele Methoden, ne? Mit der grauen Ebene, mit Abwähler, Nachbelichter, weiches Licht etc. Ich mache es einfach mit der Levitationskurve, mit der Gradationskurve. Und zwar, ich erstelle einfach zwei Stück. Mhm. Wo haben wir den Kandidaten? So. Die dupliziere ich mir, die nenne ich heller. Die nenne ich dunkler. So, die packe ich in eine Gruppe. Die dunkler stelle ich auf multiplizieren. Und die helle stelle ich auf negativ multiplizieren. Die Masken schalte ich beide aus. So, und jetzt ist im Endeffekt alles wie vorher. Die nenne ich DB fein. Ich dupliziere die Gruppe und nenne die zweite DB grob oder DB look vielleicht sogar besser. Die lassen wir jetzt erstmal außen vor. Wir gehen jetzt auf die Feine. Mhm. Und mit der Feinen fällt sich es auch, ja, also alles, was wir jetzt in der heller Gradationskurve in der Maske zeichnen, wird halt aufgehellt. So, und wir nehmen da einen Pinsel. Ganz wichtig hierbei ist, dass man auf 100% arbeitet, weil man sich sonst total verrennt und auch nicht anfängt, so krass Pixel-Pieper zu sein. Also, ja. Ne, ganz, ganz locker, ganz entspannt die Details ausarbeiten. Ich benutze hier immer einen relativ kleinen Pinsel und die Härte des Pinsels immer 50. Also nicht zu weich, nicht zu hart, genau die Mitte. Und jetzt kann man halt hingehen und also bei mir ist es so, das ist auch persönliches Gusto, wie man die Pinselgröße einstellt. Ich habe es bei mir so eingestellt, dass ich halt mit einer Taste den Pinsel kleiner mache, mit der anderen Taste größer. Du kannst natürlich auch über das Tablett irgendwie einen Druck machen. Mhm. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und ich gehe jetzt einfach hin und suche jetzt Bereiche, die halt irgendwie meiner Meinung nach zu dunkel sind, aber nichts mit der Gesamtwirkung zu tun haben, sondern wirklich mit Hautfehlern. Also man sieht ja jetzt hier zum Beispiel, dass er jetzt hier an der Stelle halt einfach einen sehr dunklen Bereich hat. Und den kann ich jetzt einfach hier mit, okay, das war ein bisschen too much, warte, Fluss auf 1. Und was auch sehr vorteilhaft ist, wenn man, ist auch wirklich, ne? Ist vielleicht zu weit rechts, wenn du drauf drücken willst. Bitte? Du hast zu weit rechts gedrückt. Ne, will gar nicht. Mach dich nicht.
Bist du noch ein bisschen sauer, der Laptop? Ey, aber ganz ehrlich, ne? Also, falls einer von Microsoft. Oh, guck mal, da ist er. Hat ein bisschen gedauert. Genau, bei den Pinseleinstellungen. Bei den Pinseleinstellungen die Formeigenschaften ausmachen, genau, damit der Pinsel halt immer durchgehend die Größe behält. Dann gehe ich jetzt zum Beispiel hin und kann jetzt hier die Bereiche halt auffällen und auch wie man sieht, denkt man sieht nichts. Aber wenn ich ihn vorher nachher mache. Oh, da bin ich immer wohl. Okay, warte mal kurz, da habe ich ja eben was. Nichts passiert, kannst du kurz rückspulen? Was? So. Also nochmal. Schaffst du es in 5 Minuten mit Dodge and Burn? Ja, ich geb Gas, pass auf. Alles gut. So. Also diese dunklen Bereiche hier so ein bisschen auskorrigieren. Und dann kannst du, jetzt wenn du vorher nachher klickst, dann siehst du halt, was da passiert. Das gleiche machst du natürlich mit den Bereichen, die du dunkler haben willst. Zum Beispiel. Also damit könnte man jetzt zum Beispiel auch sehr gut die Augenringe noch mal ein bisschen optimieren halt, ne? Weil das sind jetzt so helle Bereiche, die würde ich auf jeden Fall auch abdunkeln. Kleinere Bereiche. Ja. Wie lange sitzt du ungefähr an so einer Retusche? Ah, das ist unterschiedlich. Also, wie gesagt, also im Schnitt. Wenn es kein Beauty-Shot ist, sondern für dich selbst, also wie jetzt zum Beispiel. Wenn es für mich selbst ist, dann kann das Tage dauern. 10, 12, 20 Stunden sein. Krass. Im Schnitt würde ich sagen, es kommt auch wirklich immer drauf an. Also bei mir ist es halt auch so, dass ich setze mich nicht hin und mache mir vorher Gedanken, okay, wie soll das Ding jetzt aussehen? Mhm. Ich fange einfach an und beim Bearbeiten, beim Retuschieren halt kommen mir die Ideen und wo die Reise halt hingeht. Ne? So, hier habe ich jetzt auch noch mal kurz ein paar Stellen, die ich einfach ein bisschen dunkler machen will, damit es ein bisschen homogener wird. Und jetzt immer vorher nachher. Also es ändert sich schon einiges halt. Ne? Wird halt auch cleaner. Genau. So, und jetzt im nächsten Step würde ich dann halt mich um den Look kümmern und dann kommt halt wirklich dieses klassische Dodge and Burn, also was man halt macht, ne, um dieses quasi das Contouring irgendwie reinzubringen. Und ich kann nur jedem raten, weil viele fragen dann nachher, wie machst du das Dodge and Burn und wie das technisch funktioniert, ist eigentlich relativ einfach. Du machst Stellen hell und du machst andere Stellen dunkel. Und oft werde ich gefragt, ja, aber woher weiß ich wo? Und dann sage ich halt, klar, ich habe irgendwann mit der Zeit natürlich ein Gefühl dafür entwickelt, aber am allereinfachsten ist es, wenn du dir halt Make-up-Tutorials anguckst. Es ist wirklich so, weil genau so arbeiten die halt. Stellen werden halt abgedunkelt, dann halt verrieben, andere Stellen werden aufgehellt und es ist im Endeffekt genau das Gleiche. Und wenn man sich halt diese Tutorials halt anguckt und die halt umsetzt, dann weiß man auch, wie man zu einem guten Dodge and Burn Ergebnis kommt bei einem Porträt halt. Das heißt, was ist jetzt der Unterschied bei dir zwischen Dodge and Burn Fine und Look? Ich trenne die zwei Sachen deswegen, weil also mit dem Fein mache ich halt quasi viel Reparaturen. So. Und mit dem Look sorge ich halt dafür, dass es halt die allgemeine Plastizität halt einfach ein bisschen hervorgehoben wird. Das Problem ist jetzt, ich könnte natürlich auch alles auf einer Ebene machen. Das Problem ist jetzt halt, wenn ich jetzt die ganzen Feinheiten, die Details, was teilweise wirklich Stunden dauert, auf den Dodge and Burn Ebenen gemacht habe. Und dann nachher gehe ich halt auf diesen Look über und man ist ja schnell betriebsblind, wenn du ein paar Stunden guckst. Das so, dann mache ich ja super krasses Contouring und arbeite das in sich voll krass raus und so am nächsten Tag gucke ich nochmal drüber und denke so, oh, das war auf jeden Fall too much. Dann könntest du natürlich einfach versuchen, das Ganze nochmal abzumildern, aber du arbeitest dann automatisch auch mit den Ebenen, wo du Feinheiten drin hast. Und deswegen... Das willst du ja nicht. Genau, deswegen trenne ich diese zwei Sachen voneinander und vor allem kannst du dann einfach sagen, ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwann merke, okay, die Konturen sind zu dunkel, dann mache ich einfach die Deckkraft der Ebene runter und fertig. Und mehr muss ich nicht machen. Ich muss nicht einfach nochmal komplett an das ganze Ding ran. Also ich fange eigentlich immer mit dunkel an und auch hier Fluss auf 1, Deckkraft auf 100, Pinsel relativ groß, die Härte des Pinsels auf 0 und fange eigentlich immer, also da ist es ganz gut, wenn man sich eigentlich das gesamte Porträt so holt. Ich fange immer mit den Seiten an, also die Wangen und hier auch, ne, Step by Step, ganz locker ran. Mhm. Ne, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, aber vorher, nachher
sieht man auf jeden Fall was. Sieht man auf jeden Fall was. Die Augenbrauen mache ich immer ein bisschen einen Ticken dunkler, einfach damit die Augen noch mal ein bisschen mehr hervorstechen. Das heißt, dieser ganze Look, den du dann, den man auch sieht auf dem Foto, den machst du per deutschen Burn, gar nicht jetzt über Filter oder ähnliche Geschichten. Also Filter im Sinne von, dass du halt Filter über das Bild ein Preset, come on. Nee, ich benutze ja auch ab und zu Filter. Ja, aber das meine ich jetzt nicht in dem Fall, sondern dass du halt Farbanpassungen zum Beispiel komplett über das Bild legst. Nee, das kommt gleich. Das kommt gleich. Also ich zeige euch gleich, wie ich diesen braunen Hautton auch hinbekomme. Okay, zwei Minuten hast du noch. Echt? Zwei? Wir haben 10 vor 4. Ja, um 5 vor geht das Spiel los. Deswegen. Ja, sind auch schon gemeint, eben 5 Minuten. Verdammt, alles nur wegen der Technik. Technik. Also ich konturiere das Bild im Endeffekt dunkel. Mhm. Die Nasenflügel mache ich auch noch ein bisschen dunkler. Wie gesagt, die Augenbrauen, damit die Augen ein bisschen mehr rauskommen. Dann gibt es noch den heller Bereich. Das legen wir einfach mal drüber. Nasenrücken heller, die Wangenknochen heller. So, vielleicht die Stirn noch. Auch hier, ich versuche da eigentlich immer so einen Tee zu machen. Und übrigens das Ganze auch in den Haaren. Ne? Also einfach auch um die Haare. Passt du auch mit an, okay. Ja, um die Haare so ein bisschen. Hier würde ich auch bei den Haaren die Sättigung rausholen und. Da kannst du auch, wenn du jetzt die beiden mal in eine Gruppe packst. Den Unterschied sehen wir schon. Genau, was wir da gerade gemacht haben. Und das ist schon. Also auch das, die Gesichtsform, ohne dass wir jetzt verflüssigt haben, ist ja trotzdem ein bisschen. Ja. Schlanker geworden. Ja, Licht und Schatten macht so viel aus. Genau. So, 5 Minuten noch, ja? Wie viel habe ich noch? 2. Ach, verdammt. Okay, ganz schnell den braunen Hautlook. Ich mache über das fertige Bild einfach jetzt eine Schwarz-Weiß-Ebene. Mhm. Da. Die stelle ich hier oben bei den Vorgaben auf Blaufilter. Und jetzt wird der extrem markant. Mhm. Und dann setze ich die, und das ist eigentlich ist es echt total easy, aber machen es nicht so viele. Das Ganze setze ich jetzt auf Luminanz, sodass die Farbe von der Schwarz-Weiß-Ebene gar nicht übernommen wird, sondern einfach nur die Helligkeit und die Hell- und die Tieftöne. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, klar, zu krass, logischerweise. Das lasse ich jetzt auch erstmal so, weil das, was mich jetzt erstmal massiv stört, ist halt der Rotstich, und da gehe ich jetzt einfach in eine neue Einstellungsebene. Farbtonsättigung und wähle hier einfach die Rottöne und ziehe die halt ein bisschen runter. Und nice. Jetzt siehst du schon, dass wir der Sache viel näher gekommen schon sind. Relativ nah kommen. Ne? Mhm. Hier ist jetzt natürlich auch ein bisschen entscheidend, dass der Grundhautton nicht so ganz gepasst hat. Deswegen sieht es halt auch nicht so aus wie auf der Vorlage. Mhm. Das ist das eine. Und was ich jetzt noch machen würde, ist jetzt nochmal eine Gradationskurve öffnen, die auch auf Luminanz stellen. Und hier in den Werten auch wieder spielen. Also sprich, ich hole hier ein bisschen mehr Kontrast rein. Wenn wir jetzt noch die Schwarz-Weiß-Ebene vielleicht ein bisschen runternehmen, kommen wir der Sache schon sehr, sehr nah. Und was man auch unbedingt, wenn das noch passt, unbedingt sich angucken muss, ist Verlaufsumsetzung als Ebene, als Einstellungsebene. Hier gibt es ja auch eine Menge. Ich nehme jetzt einfach mal irgendwelche Blautöne. Krass, dass du sie dann auch mit einfügst. Ja, wenn man das jetzt aber auf weiches Licht stellt. Da kommt der Glow-Effekt. Oder auf, meinetwegen, ineinander kopieren. Es zieht es aber auch wirklich runter. Kriegt man ganz gute Looks damit hin. Ja. Relativ einfach, relativ schnell. Vor allem, wenn man es einmal so eingestellt hat, kann man jetzt hier einfach ein paar durchlaufen lassen und gucken, was am besten passt, ne? Genau. Krass. Das wusste ich auch noch nicht. Quick and Dirty. Okay, jetzt in dem Fall ein bisschen. Ist ein Neon-Look. Ein bisschen doof, aber. Vielleicht passt ein Pastelltöne. Ist auf jeden Fall ein nices Ding. Nice. Ja, cool. Schade, ich hätte gerne noch viel, viel mehr gezeigt, aber Technik halt, ne? Das hat er jetzt extra gemacht für einen Cliffhanger, damit er dann nochmal kommen kann. Gut, ne? Ja, wer weiß, wie das geht. Fuchs, ne? Nicht so schlau, aber vom Geruch her. Ja, cool, vielen, vielen Dank. Vielleicht hast du noch einen Satz zu dem Thema Schwarz-Weiß. Kannst du da vielleicht nochmal kurz was sagen, weil da jetzt nochmal die Frage kam. Da war ja auch noch was. Ja, ich weiß nicht, was soll ich zu Schwarz-Weiß sagen? Oder liebe Elke, vielleicht schreib den Robert doch an später auf Instagram. Das kannst du sehr gerne machen. Und dann kannst du ihr vielleicht nochmal schreiben. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank. Ich switche nochmal ganz kurz, vielleicht nochmal ganz kurz zum Vergleich, vorher, nachher. Beziehungsweise, wie es dann im Endeffekt aussehen könnte, genau. Ach, Wahnsinnsunterschied, krass, ne? Na, also. Ja, so übers Knie auf jeden Fall. Nice.
Also auf jeden Fall, ich sag vielen lieben Dank. Ich mach nochmal ganz kurz hier alles auf Voreinstellung, damit, falls es abbricht, noch alles da ist. Ja, schön, dass du da warst, mein Lieber. Ich hoffe, sehr gefreut. Gerne wieder, jederzeit. Ich hoffe, euch hat es auch gefreut. Wir gehen jetzt in eine Pause, weil es jetzt vorbei, aber am 17. sehen wir uns wieder, 17. März, 17. bis 19. Also hoffe ich, dass wir uns da auf jeden Fall wiedersehen zum nächsten Adobe Live. Ansonsten wünsche ich euch ganz viele tolle Tage und dass wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Folgt uns auf Discord oder hier auf Behance oder auf YouTube. Freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Und mir dürft ihr auch übrigens folgen. Genau, mit dem Robert auf jeden Fall. Auf Instagram. Jetzt ja auf jeden Fall einfach machen. Ne? Also bis dann, passt auf euch auf und vielen Dank. Bye, bye. Tschüss.